Be calm, little maid, sleep well, little night. The moon is shining bright. Dream well, little maid, dream well, little night. Devil shields you and me from the plight. Sleep well, little boy, dream of lands far away where the giants are tall. Sleep well, little girl, dream of lands far away, far away, far away beyond the wall. Our will edge is strong and our wall still stands tall to protect us from bad fairy tales. I beg you, my love, do not heed the call, never leave, never pass beyond the wall. Never leave, never pass beyond the wall. Sanja Salangaroshem, herzlich willkommen zu einer neuen Runde Beyond the Wall in den Herzlanden. Noch sind wir in den Herzlanden. Mit dabei, oh, habe ich euch jetzt verschoben? Das frage ich jedes Mal, nee, aber Callisto als Gwendolyn Mehltau. Ich bin immer verwirrt, weil du im Overlay unten bist. Dabei bist du die große Schwester. Achso, ich sehe mich in der Mitte oben. Ich sehe mich in der Mitte oben. Ich sehe dein Overlay nicht. Ich sehe mich anders. Na, über ihr Betty als Else Mehltau. Hallo. Frank F. als Taran Krochenhardt. Guten Abend. Und Spoon RPG als Vergas Tinzer. Seid gegrüßt. Jeder, der bis hierhin schon geschaut hat, sollte unseren Namen inzwischen im Schlaf kennen. Ich weiß nicht, die wievielte Folge wir haben. Aber wir sind in Königstadt angekommen und trotz unserer doch langen Pause war der Erzählelf fleißig und weiß noch, was letztes Mal passiert ist. Oh ja, viele lustige Sachen, viele lustige Gespräche. Deswegen werde ich jetzt nur so ein paar Stichpunkte einfach nennen. Im Endeffekt haben wir uns auf die Reise in den Süden vorbereitet, wobei einige unserer Eltern da gar nicht irgendwie so mit gerechnet haben, dass wir jetzt vor allen Dingen auch so lange noch dann wieder weg sein werden. Gerade die Eltern Mehltau waren eher drauf und dran, euch wieder für längere Zeit zu Hause begrüßen zu wollen. Hat nicht funktioniert. Bei Fergas war das einfacher, weil halt irgendwie die auch mit bei den Besprechungen mit dabei waren, denn es gibt halt wichtige Sachen zu tun im Süden. Wir sollen nämlich einfach dort mal nach dem Rechten schauen. Da gab es ja diesen Anschlag auf den König und da scheint wohl irgendwie jemand aus dem Norden mit beteiligt zu sein. Und jetzt sollen wir einfach mal nachschauen, was da so los ist. Ja, und im Endeffekt zur Vorbereitung haben wir mal im Dorf so ein bisschen rumgefragt, wer denn überhaupt schon mal im Süden gewesen ist, um dann festzustellen, dass das Weiteste irgendwie ein paar Meilen weiter südlich war oder halt hinter dem Gebirge. Die alte Schan war irgendwie in einer Stadt. Aber das war weitaus noch nicht genug, um halt wirklich etwas über den Süden zu erfahren. Da waren dann die beiden Gelehrten etwas hilfreicher, die uns dann erzählt haben, wie die Stadt so grob aussieht, dass sie so in Ringe unterteilt ist und man Geld bezahlen muss, um von dem einen Ring in den nächsten zu kommen. Sie hätten dort einen Kontakt, und zwar Dr. Anastasia Sterndeuter. Ich glaube nicht Anastasia, aber ja. Augustine. Na gut, aber ein Name mit A. Ach, da steht es ja auch. Augustine Sterndeuter. Ja, genau. Die dort Hofastrologin ist und irgendwie, glaube ich, mit dem mittleren Ring wohnt. Und von ihr würden wir dann auch so ein paar weitere Informationen noch bekommen. Ansonsten sollten wir eben darauf achten, eher von den vier Gottheiten zu sprechen, die dort wohl, die wir auch selber schon kennengelernt haben. Dann haben wir ein paar Sachen drumherum geklärt, zum Beispiel auch, was wir mit unseren Tierchen machen, die beiden Feenlöwen, weil halt Feenwesen innerhalb der Stadt wohl nicht so ganz gelitten sind. Die werden dann halt zusammen außerhalb warten, bis wir dann wieder hinauskommen. Der Rock wird sich dann auch dort noch mit aufhalten. Und da war eben auch die interessante Information, es gibt tatsächlich eine Region, in der Rocks leben und es steht vielleicht auch noch irgendwann später auf der Liste, dass wir dann da auch noch hin müssen. Und zwar südlich noch der Wüstenlande gibt es ein Gebirge und da sollen die halt natürlich vorkommen und wir werden mal schauen, ob wir da irgendwie hinkommen. So war da die Rede von der Magierakademie, wo die dort herkommen, die beiden Gelehrten. Und es gibt einen Feenpfad dorthin.
Müssen wir nochmal organisieren, ob wir das irgendwie dann diesen Weg mal gehen können. Ja, und dann kam eben, ach so genau, und dann war wieder dieses mit Ludmilla und mit Aleph und dann ging das noch hin und her. Aber es war relativ einfach, als Fergas nämlich Aleph gesteckt hat, so, pass mal auf, da in Tybel, da wird die Mondsilber- oder Mondmetallmine wieder aufgemacht. Das wäre eine Möglichkeit. Oh ja, okay, alles klar, tschüss, wupp, und weg war er. ja, das war schon sehr praktisch. Dann hat, ja gut, Gwendolyn hat so ein bisschen intrigiert mit Ludmilla zusammen gegen Issy. Und wir hoffen, dass Avenwen noch steht, wenn wir dann halt wiederkommen. Denn dann war auch schon der Moment des Abschieds da, wo wir dann halt mit den beiden Gelehrten und Teleportationsfähigkeit der beiden Feenlöwen dann tatsächlich nach Königsstadt teleportiert sind. Und das war schon eben auch beeindruckend, diese Stadt, und sie war beleuchtet, es war ja nachts dann, weil wir aber Vollmond reisen mussten, um dann halt am Tor zu erfahren, dass wir nur den äußeren Ring betreten dürften, denn die Stadt ist in Alarmbereitschaft und wir dürften gar nicht irgendwie weiter. Deswegen haben wir uns erstmal eine Taverne gesucht, nämlich zum Goldesel. Mhm. Um uns ein Quartier zu nehmen, und die Idee war dann eben, einen der sogenannten Ringläufer zu engagieren, den wir dann mit einer kleinen Nachricht losgeschickt haben, das sind so Botenläufer, um halt der Dr. Augustine, der Dr. A. Sterndeuter Bescheid zu geben. Und ansonsten haben wir einen Zettel bekommen, wo wir dann für den ersten Ring irgendwie einen Stempel bekommen haben, dass wir eben dieses Eintrittsgeld bezahlt haben. Ja, und so sitzen wir dann halt gemütlich dort in der Taverne und harren der Dinge, die da auf uns kommen mögen. Aber was ich mir noch notiert habe, war, wir haben doch so ein paar kleine Infos über diese drei Ringe, aus denen Königstadt besteht, bekommen. Dass es zum Beispiel in jedem Ring wohl auch unterschiedliche Spezialisierungen gibt. Also ja. Zum Beispiel der erste Ring, da findet man zum Beispiel den Marvrolet-Tempel. Ja, aber wir müssen es umdrehen. Der erste ist der innerste Ring, da ist das Schloss. Dann habe ich das falsch notiert. Genau. Dann ist das der dritte Ring. Und da im dritten Ring, da sind auch Höfe und auch der Hafen, wenn ich das richtig notiert habe. Und im zweiten Ring, da kann ich jetzt nicht viel falsch machen, weil der ist egal, aus welcher Richtung der zweite. da ist die Bibliothek, da ist auch die Universität, Schulen sind da, Händler sind da. Und hier wohnt auch Augustine Sterndeuter. Das heißt, wir müssten irgendwie in diesen zweiten Ring kommen, wenn wir mit ihr reden wollen. Und da gibt es zwei Gasthäuser, nämlich zum gedeckten Tisch und zum Knüppel. Und dann gibt es noch in dem ersten Ring, da ist dann das Schloss und da ist auch das Militär zu Hause. Da gibt es auch ein Gasthaus, das heißt zum Ratskeller. Und irgendwie haben wir schon herausgefunden, dass diese Gasthäuser eine gemeinsame Geschichte verbindet. Und dass die ersten drei genannten Gasthäuser, also die Gasthäuser aus den äußeren Ringen, wohl irgendwie im Zwist liegen mit dem Ratskeller aus dem innersten, aus dem ersten Ring. Was dazu noch zu erwähnen wäre, du hast schon die Ringläufer erwähnt, es gibt auch die Ringwächter. Da habe ich mir allerdings nur noch notiert, dass man da ein bisschen aufpassen muss, weil die schon mal auf Streit aus sind. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann sind das diejenigen, mit denen man sprechen muss, wenn man eben halt die Ringgrenzen passieren will. Genau, was auch unterschiedlich viel kostet. Ja. Und wir haben alle Viecher zurückgelassen, nur Fridolin, den habe ich dabei. Hast du hineingeschmuggelt? Ja, da hast du keinen Kupfer bezahlt. Das ist aber auch kein Feenwesen. Zumindest würde ich tut dies darauf beharren, dass er keins ist. Es ist ein Hamster mit kleinen Ausbuchtungen. Der Stein genau. Genau. Ja. Das ist hier in der Welt ganz normal. Nicht alles ist dann direkt ein Feenwesen. Ist eben halt ein Steinhamster. Wie lange braucht Fridolin, um von dem dritten Ring einen Tunnel in den zweiten zu fressen? Puh, ich fürchte, das wird ein großer Brocken für ihn sein. Außerdem möchte ich den gerne in der Reserve halten, so ein bisschen aushungern lassen, falls wir irgendwie doch in den Kerker wandern, damit er uns frei fressen kann. Wobei ich mir schon vorstellen könnte, dass irgendwie Schmuggler oder irgendwie zwielichtiges Gesindel auch andere Möglichkeiten hat, als an den Ringwächtern vorbei von einem Ring in den nächsten zu kommen. Das ist irgendwo vielleicht ein Tunnel unterirdisch. Die Frage ist ja jetzt, wie der Zeitfaktor auf uns einwirkt. Haben wir Zeitdruck?
müssen wir jetzt dringend tätig werden, weil sonst irgendetwas passiert, was wir sonst nicht mehr verhindern können, wegen Gerichtsverhandlungen, Urteilsspruch und so weiter? Oder wie war das? Ja. Irgendwie war es, glaube ich, so die Information, dass diese Gerichtsversammlung relativ zeitnah irgendwie passieren sollte. Ich meine, gut, wenn wir jetzt hier schon in der Taverne sitzen, wenn wir mal so ein bisschen rumhören, ob dann schon irgendwie da rauszuhören ist, ob schon ein Urteil gefällt wurde bezüglich dieses Attentäters oder ob das noch aussteht und die Leute jetzt mit Spannung erwarten, was dabei rauskommt. Mhm. Ich würde sagen, damit steigen wir auch einfach ein. Ihr habt die erste Nacht in Königstadt überstanden. Und ganz gut geschlafen. Und als ihr morgens unten in der Taverne zum Goldesel, in dem Gasthaus zum Goldesel sitzt und euer Frühstück bekommt, wart ihr noch kurz mit den Gelehrten aus Wüstenrose zusammen, die sich dann auf den Weg gemacht haben und gesagt haben, wir sind bald wieder zurück. Die machen sich nämlich auf die Suche nach einem Ringläufer, um eine Nachricht an ihre Freundin zu schicken, ob sie irgendwie in die Stadt kommen oder sie rauskommen kann, wie man in Kontakt treten kann, dass ihr da seid und dass sie Gäste haben, die mit dir sprechen wollen. Ja, und so sitzt ihr vier am Tisch. Das Gasthaus ist relativ leer jetzt am Morgen unter der Woche. Die Leute gehen wahrscheinlich ihrer Arbeit, ihrem Handwerk nach. Ein paar Reisende sitzen so vereinzelt da und ansonsten irgendwie eine Wirtin und Bedienung, die da sind. Aber ihr habt erstmal eure Ruhe, ihr habt ein gutes Frühstück bekommen mit Ei und Brot und was das Herz begehrt, Gemüse. Und sehr gut. Ja, Taran, wenn du Fridolin mal irgendwie so ein Steinchen auch zusteckst in die Tasche, ja, fiebt der so ein bisschen. Und wenn du mal nachguckst, da scheint unter einem der grauen Höcker so ein bisschen leuchtendes Grün durchzubrechen. Aha. Ja, da würde ich mir das... Also der hat jetzt aber keine Schmerzen oder so, ne? Nee, der ist begeistert von dem Stein. Ah, okay. Ja, da würde ich, wenn ich die Gelegenheit habe, mir das heimlich dann auch mal angucken. Allerdings hänge ich so ein bisschen in den Seilen und frag auch mal so in die Runde, sag mal, habt ihr auch so schlecht geschlafen? Das ist hier so laut in dieser großen Stadt und die Gerüche sind alle anders als zu Hause und das ist alles so ganz anders hier. Das war eigentlich zu erwarten, nach dem, was wir vorher schon erfahren haben. Na, aber was man weiß und selber erleben, sind doch zwei völlig unterschiedliche Dinge. Ich habe nicht gut geschlafen. Das wird schon. Dann wirst du in der nächsten Nacht besser schlafen, weil du dann einfach noch viel müder bist. Ja, das ist ein Trost. Aber nach deinem Schnarchen hast du eigentlich ganz gut geschlafen. Ich habe nicht geschnarcht, das war Fridolin. Ja, genau. Der hat gar nicht die Resonanz, um ein solches Stimmvolumen zu entwickeln. Ach, ja. Ich finde, der Lärm von draußen hat es so ein bisschen ausgewogen. Dass es einfach draußen und drinnen laut war. Ja, das ist auch schön, ja. Weil sonst ist Gwen immer so dominant laut, sagst du, ne? Ja, aber die redet halt mehr im Schlaf, als dass sie schnarcht. Ja, genau, das wollte ich jetzt hier auch gerade mal sagen. Echt? Was erzählt sie denn so im Schlaf? Alles mögliche, aber es geht dich alles nicht an. Stimmt. Erzähl ich schon wieder. Das nächste Mal, wenn wir wieder irgendwo draußen unterwegs sind, können wir mal drauf achten. Ja, aber so, ich würde dann so beim Frühstück sitzen, so den Umhang so um mich schlingen und dann so Fridolin angucken und dann mal seinen Rücken genauer in Augenschein nehmen. Ja, an dem größten Steinbrocken quasi auf dem Rücken scheint es wie von oben so ein bisschen abzubröseln und drunter scheint ein grünlicher Stein zu sein, der sich so langsam durchstiebt. Okay. Ja, was ist, wenn ich den berühre, wenn ich daran streichel? Nix, scheint ihn nicht zu stören. Wiegt fröhlich. Ja. Ja gut, wir hatten das ja schon bei seinen Artgenossen gesehen, dass sie dann Edelsteine auf dem Rücken haben und so. Ich weiß eben halt nur nicht, ob die einfach irgendwann abfallen oder so. Da müssen wir weiter beobachten. Was hast du ihm denn für einen Stein gegeben? Jetzt gerade einen, der hier rumlag. Aber wie er jetzt selber hier diese Edelsteine auf dem Rücken ausbildet, keine Ahnung. Ob er das mit normalen Steinen macht oder ob er Edelsteine fressen muss, das weiß ich nicht.
Aber vielleicht sind, also wir könnten ja mal einen von diesen Steinen hier aufknacken. Irgendwie versuchen zu spalten. Vielleicht sind da Edelsteine drin. Naja, das tut dir keinen Zwang an. Und kraul mein Friedhof. Ja, dann tue ich mir keinen Zwang an und suche mir irgendwo im Vorgarten kurz ein Steinchen und ja, du holst dir einen Kiesel rein und schabst dran rum. Das dauert ziemlich lang, der bleibt ziemlich grau und weiß da, wo du schabst. Ansonsten müsstest du dir mal ganz unauffällig den Hüterdolch ausleihen, der schneidet auch Stein. Oder nicht? Aber ich habe das Gefühl, unsere ganze Reise hier basiert drauf, dass jemand unautorisiert was mit einem Hüterdolch sauber gemacht hat. Versucht hat, sauber zu machen. Das kann gut sein. Wobei auch ein interessanter Effekt wäre, wenn der Hüterdolch hier so weit unten gar nicht funktioniert, dass irgendwo das auch mehr oder weniger die Macht von diesem Dolch auch lokal begrenzt ist auf die Grenzlande. Naja, ich kann ja um den Dolch, der ist ja direkt nicht als solcher zu erkennen, ich kann ja da auch noch mal so ein bisschen Umhang drum wickeln und dann gib mal schnell den Stein her. Müssen wir das wirklich ausprobieren? Ihr spielt schon wieder mit dem Feuer. Nee, mit den Steinen. Ach doch, hier ist so keiner da. Da auch. Ich hole euch nicht raus, wenn wieder irgendwas schief geht. Alles klar. Und zack. Ja, du zerteilst einen Kieselstein aus dem Vorgarten. Und das geht ohne Probleme. Ja. Sehr gut. Also es ist zwar nicht ganz einfach, aber ja, so wie gewohnt. Mhm. So. Da setzt du dich hin und schält diesen Stein wie so eine Kartoffel. Also, okay. Okay, spätestens dann wird es auffallen. Ja. Ja. Ja, gut, aber wir sind hier die einzigen Gäste oder dass du irgendwie mal noch andere da sind. Wie gesagt, ich wollte ja mal. Also an zwei Tischen sitzen noch ein paar Leute. Aber das werden ja dann auch Leute aus außerhalb sein, wahrscheinlich, ne? Also von außerhalb. Ja, die einen schauen auch eher in Reisemontur aus. Die haben auch schon Sachen dabei, als würden sie bald wieder aufbrechen. Und an einem Tisch sitzen gerade irgendwie. Würdest du vermuten, irgendwie vielleicht Bauern, die nochmal auf eine kurze Suppe vorbeikommen, bevor sie. Die vielleicht schon lange wach sind. Ja, wenn man da mal so zwischendurch einfach mal so mit dem das Ohr so in die Richtung hält und mal ein paar Gesprächsfetzen aufzufangen. Mhm. Der eine scheint sich gerade zu beschweren über diese Barbaren aus den Wüstenlanden. Da scheint es zum zweiten Mal in einer Siedlung nahe der Grenze zu den Herzlanden wieder irgendwelche Konflikte zu geben. Und er erzählt dann sehr ausschweifend, dass sie sich alle untereinander die Köpfe eingeschlagen haben sollen in einer Siedlung namens Dorne. Dass sie völlig außer Rand und Band sind. Und man erhofft, dass da niemand hierher kommt, weil im ersten Ring kann ja im Moment noch jeder rein. Okay. Das merken wir uns mal. Wenn die Bedienung nochmal an den Tisch kommen sollte, da würde ich sie fragen, ist es ein Mann, ist es eine Frau? Suchst du ja aus, wer kommt. Dann ist es eine Frau, gute Frau. Ich habe eine Frage. Wir sind als Reisende gestern Abend erst eingetroffen und wir wollten eigentlich jemanden besuchen im zweiten Ring von Königstadt. Könnt ihr uns sagen, was aktuell los ist? Wir haben gehört, dass man vielleicht gar nicht das Tor passieren darf zum zweiten Ring. Ja, das ist momentan etwas schwierig und ehrlich gesagt kann ich euch gar nicht genau sagen, wie lange das noch so geht. Ist denn irgendetwas Besonderes vorgefallen? Sollten wir achtsam sein? Sollten wir vorsichtig sein? Ist etwas Gefährliches zugange? Habt ihr es nicht gehört? Und sie beugt sich so ein bisschen verschwörerisch vor, aber so, dass jeder merkt, dass jetzt irgendwie Geheimnisse ausgetauscht werden. Es gab einen Anschlag auf den König. Nein, sowas. Nein. Der Norden rebelliert wieder. Was? Sie wollen ihre Unabhängigkeit und ihre barbarische Magie durchbringen. Deswegen hat unser König auch vor ein paar Tagen den alten Hofmagier hinrichten lassen. Den alten Hofmagier? Warum das denn? Nun, wir haben immerhin einen Priester und Priesterinnen im Tempel von Marvolet, Dana, Brigitte und Craig. Wir brauchen keine alte Magie.
Wir werden beschützt durch die Götter. Göttinnen. Ah, natürlich. Ja. ja, aber der Anschlag auf den König, ist der König denn wohl auf? Es heißt ja, aber wissen tue ich es nicht. Es kommt niemand mehr aus dem ersten Ring heraus oder hinein. Es heißt, die Händler müssen sogar ihre Waren vor dem Tor zum ersten Ring abladen. Und die Ringwache bringt es dann hinein. Mhm. Ja, die sind ja so sehr vorsichtig. Wurden denn schon irgendwie Boten in den Norden geschickt, um mal zu gucken, ob das wirklich so ist mit der Rebellion? Es wurden kleine Truppen ausgeschickt, um mal zu schauen. Eine in den Norden, eine in die Wüstenlande, eine in die Eislande und in den Dschungel weiß ich gar nicht. Aber Dschungel? Nun, die Waldlande, die dort scheint es ja sehr versteckt zu sein. Deswegen hat der König vielleicht dort keine. Das weiß ich so genau nicht. Wir haben nur mitbekommen, wie sie hier durchmarschiert sind. Im Dschungel gibt es bestimmt auch Feen-Tiger, Ferkas. Es magisches altes Gezücht und sie spuckt auf den Boden. Und Tiger geben sicherlich oder anderes, aber. Naja, aber was ist denn, wenn man jetzt nun dringende Geschäfte hat im zweiten Ring? Ich meine, ich habe jetzt verstanden, dass man sich im ersten Ring, wo der König residiert, verschanzt hat und versucht sich abzuschotten. Das kann ich auch gut verstehen, aber was hat der zweite Ring damit zu tun? Warum kann man da nicht hinein? Nein, wir Bewohner können natürlich schon hinein. Wir Ach, aber Fremde, ja Fremde nicht. Fremde nicht. Ah. Ja gut, wie bekommt man denn einen Ausweis? In der Siegelmacherei, beziehungsweise in der Verwaltung, die, naja, im ersten Ring liegt. Sonst wäre es schwierig. Wie schaut denn so ein Ausweis aus? Hast du auch einen? Darf ich mir den mal anschauen? Ich habe eine Siegelkette. Oh, damit komme ich ja noch schöner. Darf ich die mal anschauen? Ja, und sie holt so einen Anhänger raus, den sie an einem Lederband hat. Und das ist so ein kupferfarbener Kreis, wo innen das Wappen ist. Er berechtigt mich im dritten Ring aufzuhalten, ohne dass ich zahlen muss, wenn ich rein und raus will. Das ist aber hübsch. Danke fürs Zeigen. Oh, sehr gerne. Steckt ihn wieder ein. Sollte es weniger verdächtig klingen beim Reden. Ich weiß doch gar nicht, wie ich normalerweise klinge. Ja gut, wie kann man denn, kann uns jemand, wie gesagt, wir haben ja eine Bekanntschaft im zweiten Ring, könnte die uns abholen und mit uns nehmen in den zweiten Ring, ginge das? Und das jemand weiß sich ich uns nicht. Verbirgt? Ja, hätte ja sein können, dass ihr da was mitbekommen habt. Tja, ansonsten, was kann man denn hier noch im dritten Ring so alles sehen und erleben? Wir sind zum ersten Mal in Königstadt. Also, wir haben auf der anderen Seite den Hafen, wo man die ganzen Schiffe sehen kann, auch das Schiff des Königs. Mhm. Und wenn ihr außerhalb die Mauer entlang geht, könnt ihr an einen Strand ans Meer kommen. Ich empfehle euch allerdings, die Richtung von Marvo der Tempel einzuschlagen. Auf der anderen Seite sind außerhalb der Stadt, einige kleine, nicht ganz so angenehme Siedlungen. Mhm. Also lass uns das gleich mal machen, dass wir mal das Meer angucken. Und ja, hier im dritten Ring ist natürlich noch der Tempel der Brigitte. Freudenhäuser, wenn es euch interessiert. Ich weiß allerdings nicht, wie alt ihr seid. Das interessiert uns nicht. naja, eigentlich. Ich schlag dir auch mit der flachen Hand auf den Hinterkopf. Wir könnten auch zu einem Gebet in den Marvolet-Tempel gehen. Nein, da
gehst du sicher nicht hin. Warum nicht? Weil Marvolet-Priesterinnen nackt tanzen. Beim letzten Mal, immer wenn du... Eben deshalb, ja. Immer dann, wenn du irgendwo bist, ziehen irgendwelche Frauen ihre Kleidungen aus. Und denk dran, du hast zwei Freundinnen, Izzy und die andere. Ludmilla. Ludmilla. Aber vielleicht hat die eine auch nur... Augustin auszieht. Vielleicht hat die eine auch nur nackt getanzt, weil sie verrückt war. Das ist ein Gefühl der Freiheit sicherlich, ich meine. Augustin ist die wie heißt die Marvolet-Priesterin? Es ist ein Priester, er ist Augustin. Ach, Augustin. Ach so, ja, nein, wir wollen nicht, dass Augustin sich auszieht. Ach, vielleicht schauen wir doch da mal hin. Er ist ein etwas schrulliger, älterer Mann. Ah, okay. Er ist gut, hätte er sein können. Er führt lieber Selbstgespräche als mit anderen Menschen. Schrulliger, älterer, der ist schon über 40, ne? Ja. Selbstgespräche oder spricht er mit Marvolet? Also, der redet da auch, aber die antwortet nicht. Aber wenn er mit sich selbst spricht, dann kriegt er wenigstens Antwort. Deswegen hat er angefangen, mit sich selbst zu sprechen. Das ist das Problem mit diesen religiösen Typen. Er hat halt keine Eule, mit der er sich unterhalten kann. Ach, seid ihr nicht religiös? Da fährt er bestimmt. Doch, doch, Vogel. Doch. Total. Wir waren schon bei Marvolet im Tempel und bei Dana. War das Dana damals da in... Dann empfehle ich euch den Prinzip-Tempel, ist sehr schön. Na also, dann haben wir doch jetzt mal ein Tagesprogramm. Wir gehen einmal zum Hafen und dann laufen wir alle Tempel ab. Ja, ja, wunderbar. Gelobezeiten die Götter. Die Götter. Gelobezeiten die Gottheit. Die ja, ja, ja. Ja, genau. Ja, habt vielen Dank. Wenn ihr uns noch etwas von diesem leckeren Gebräu bringen könntet, das macht gut wach. Ach so, noch eine Frage. Gibt es hier irgendwie eine Möglichkeit, so Mitteilungen zu erhalten, dass ihr irgendwie, ich weiß nicht, ob ihr jemanden habt, der das verkündet oder dass man irgendwas nachlesen kann? Was wollt ihr denn verkünden? Nein, nicht wir, sondern nein, was halt so in der Stadt passiert. Also einfach, wir sind ja, wie gesagt, wir sind neu hier und dass man sich einfach mal informieren kann, was hier so passiert. Ja, und die Ringläufer. Ach so. Okay. Kann man die einfach ansprechen oder ist das unhöflich, die anzusprechen, während sie umherlaufen? Wenn sie, du meinst, während sie laufen, wir werfen uns ihnen dann in den Weg, zerren sie zu Boden und sprechen sie an. Ja, vielleicht sind ja überall hier an den Wänden so lange Haken angelehnt, die man einfach greifen kann. Hey, ich will jetzt mal so einen Läufer schnappen. Und dann einfach... Wenn sie gerade nicht rennen, könnt ihr sie jederzeit ansprechen. Okay. Manchmal, also in die Gasthäuser kommen sie auch. Allerdings ist momentan nicht sehr viel los. Woran erkennt man sie denn? Wenn sie laufen, sind sie einfach zu erkennen. Aber wenn sie mal nicht laufen, haben sie eine Uniform oder so? Sie haben die Uniform, die auch die Ring... Wächter. Wächter und die Ring... Wie hießen die alle? Moment. Also wenn wir jemanden in Uniform sehen, der nicht außer Atem ist und langsam geht, dann sprechen wir nicht an, weil er ein Wächter ist. Wir warten auf jemanden, der außer Atem ist und eine Uniform trägt und den greifen. Ringwächter, Ringläufer und Ringleuchter tragen alle fast dieselbe Uniform. Die Ringwächter erkennt man natürlich auch an der Bewaffnung und an den, dass ihre Rüstung eben eine Rüstung ist und keine Gewandung. Sie alle tragen das Wappen und je nach Dienstgrad haben sie verschiedene Anzahl an Ringen. Die Läufer haben ein geflügeltes Symbol auf dem Rücken und die Leuchter haben eine Fackel. Ah, okay. Und eine Lampe. Während die Ringwächter ein Herz mit Schwert tragen. Okay, gut. Dann starke Symbolik. Dann wünsche ich einen schönen Tag. Ja, vielen Dank. Danke. Und wenn ihr etwas erlebt, dann erzählt ihr es mir. Ja, logisch. Oh ja. Ja, Sigi. Total. Ja. Wenn sie dann weg ist. Ich glaube, wir hatten irgendwie besprochen, dass wir hier Geschichten erzählen könnten über die Sphinx und irgendwelche Feenfürstin. Ich glaube, das lassen wir lieber. Vielleicht gibt es ja einen Schwarzmarkt für Geschichten. Oh, das kann natürlich sein, ja. Meinst du? Glaube ich jetzt irgendwie nicht. Stadt wie dieser? Das könnte durchaus sein. Wir können ja gleich mal, wenn wir draußen unterwegs sind, das ein oder andere Mal den Blick schweifen lassen. Vielleicht erkennen wir doch mehr, dass das hier mehr dran ist, als auf den ersten Blick scheint. Vielleicht sehen wir doch ein bisschen mehr magische Quellen, als man uns hier vormachen will.
Ja, dann lass uns noch eine Stulle fürs Mittagessen schmieren oder so. Mhm. Okay. Dann brauchen wir uns nicht zu kaufen, das preiswerter dann, wenn das, das Frühstück ja schon, ist ja schon bezahlt sozusagen. Wo wollt ihr als erstes hin? Ja, ich glaube, der Hafen ist, hat so eine Anziehungskraft, ne? Ja, einmal das Meer angucken auch, ne? Mhm. Ich glaube, keiner von uns hat irgendwie das Meer, wir haben es ja immer davon gehört, irgendwie, dass Kerlon irgendwo am Meer liegt. Mhm. Aber gesehen haben wir das noch nicht. War es Kerlon oder Pembroke? Finde ich auch gut. Kerlon, bitte? Oder? War es Kerlon oder Pembroke, was am Meer lag? Nee, Kerlon war das. Ah ja. Gut. Kerlon waren die mit den Ponys. Genau. Ja, genau, mit den Ponys. Pembroke. Und, Pembroke mit den Eseln. Ja. Gut, ihr macht euch auf und lauft ihr links oder rechts lang? Ja, wo sie empfohlen hat. Also rechts lang. Wo sind wir nochmal? Achso, wollt ihr ans Meer oder an den Hafen? Ihr seid hier. Ich würde jetzt vermuten, dass der Hafen notwendigerweise auch am Meer liegt. Okay. Ja, also aber bitte. Das Meer, genau, also der Hafen. Seht ihr mal Pink? Also der Hafen ist hier. Genau. Ja. Sie hat nur gesagt, wenn ihr ans Meer, an den Strand wollt, sollt ihr quasi auf diese Seite am Marvel Tempel vorbei. Und im Ring ist es egal, warum ihr lauft, ihr seid hier. Ah. Also wir können ohne weiteres wieder aus der Stadt raus und dann außen rum zum Strand, oder wie? Genau, ihr habt ja alle so einen Stempel für eine Woche mit so einem Kupferabzeichen. Mhm. Mhm. Wobei ich mich erstmal in der Stadt umsehen wollen würde. Ja, genau. Das denke ich auch. Genau. Ja. Mhm. Okay. Dann also gehen wir jetzt hier lang, diese Richtung oder diese Richtung? Zumindest die Empfehlung, gell? Hier lang, ne? Ja, vor allen Dingen dann an dem Tempel vorbei. Mhm. Genau. Und dann sehen wir auch, was sie meint mit üblerer Gegend, wenn wir von der anderen Richtung kommen. Nee, das ist außerhalb. Ach so, sie meint da einfach hier die Siedlung außerhalb am Strand. Also wenn ihr an den Strand wollt, meinte sie nur, ihr sollt auf die rechte Seite, nicht auf die linke. Ja. Ach so. In der Stadt ist egal, kommt ihr von beiden Seiten an den Hafen. Okay. Genau, also ihr lauft links rum, ja? Ja. Mhm. Dann lauft ihr tatsächlich erstmal an ein paar Häusern vorbei. Es ist hier ziemlich gemischt mit Holz und Stein noch tatsächlich. Und irgendwann wird die Reihe quasi der Häuser auch ein bisschen spärlicher und ihr seht dahinter Äcker, die innen sind und auch so ein paar Gehöfte noch, die liegen. Also der äußerste Ring ist auch der mit Abstand am breitesten und größte. Und ihr lauft einen schmalen Weg entlang durch diese Felder. Wir haben ja inzwischen, glaube ich, Juli, Ende Juli. Und kommt, seht dann tatsächlich schon von der Entfernung ein großes Gebäude mit einem Dach, wie ihr es, glaube ich, noch gar nicht kennt. Das schaut, also es ist so ein Pagodenbau quasi. Vorne sind große Säulen, es scheint zum weiten Teil offen zu sein. Und als ihr dann näher kommt, lauft ihr auch an einem angelegten See vorbei, der von einem, nicht mal Bach, sondern schon kleinen Flüsschen gespeist wird, der auch an dem Tempel vorbeizulaufen scheint. Und da schwimmen ganz viele Gänse auf dem See und auch ein paar Schwäne und Seerosen. Mm. Also es ist ein sehr schönes... Das ist genau das Richtige für unseren magischen Freund. Gott sagt. Guck mal. Genau. Ich bin zu Hause. Naja, fast. Also, es erinnert an zu Hause, wollte ich sagen. Ja, und ihr seid beim Pritchett-Tempel. Ihr seht, wenn ihr an den Tempel rangeht, seht ihr durch diese großen Säulen, könnt ihr einen Innenhof betreten und da sind überall blühende Kirschbäume, obwohl die eigentlich zu der Jahreszeit gar nicht mehr blühen dürften, aber überall sind diese rosa blühenden Kirschbäume und zwischen den Bäumen sind ja wie so kleine Steinaltäre, wo überall kleine Ausbuchtungen sind. Wollt ihr die näher anschauen? Ja, wir können auch mal reingehen. Ne? Ich meine, es liegt ja auf dem Weg. Ja, vor allen Dingen Kirschbäume. Unser Baum ist ja auch der Kirschbaum, oder nicht? Ja, genau. Wollte ich gerade sagen. Ja, dann. Ja. Als gute Patrioten von Arwen Wynn. Gehen wir mal gucken, was die Kirschbäume so können. Ha, die Krümmel, die mickrigen Dinger. Mix gegen unseren einen Kirschbaum. Genau. Aber eins muss man ihnen lassen, ihre Ringe sind weitaus größer als unsere.
Ja, tatsächlich, als wir an diese großen Steinbauten zwischen den, also es schaut aus wie aus weiß geschlagenem Marmor oder Kalkstein, auf jeden Fall sehr, sehr hell. Okay, Marmor ist es nicht, der wäre glatt, aber es ist sehr heller, schöner Stein. Das sind lauter eben so Ausbuchtungen, da sind so kleine Erdhügelchen drin. Und ihr seht aus einem auch so einen goldenen Ring rausblitzen. Aha. Und die sind unterschiedlich auch verziert. Bei manchen stehen scheinen Familiennamen da zu stehen, bei manchen sind nur ein paar Symbole. Manche sind quasi kunstvoller verziert, manche sind eher schlicht. Und alle stehen unter diesen Kirschbäumen, die so beständig so leichte Kirschblüten runterrieseln lassen. Wie schön. Aber dann scheint das mit den Ringen hier ja auch so ähnlich zu sein. Also nicht ganz identisch wie bei uns, aber es hat sehr große Ähnlichkeit. Else, die Ringe darfst du nicht stehen, sonst kriegen die Leute keine Kinder. Nein, ich habe auch Anstand. Vor allen Dingen sind wir hier in einem Tempel da, ne? Also, apropos Tempel. Nur mal so aus Neugier, wie Taran vorhin vorgeschlagen hat, setzen wir mal den Blick ein, einfach mal, um so ein bisschen auch die Aura wahrzunehmen. Die beiden starren vor sich hin. Alles um euch rum ist magisch. Okay. Ja gut, das war aber hier im Tempel auch zu erwarten, ehrlich gesagt. Genau. Ja. Ach so, magisch ist dann auch gleich heilig, okay. Ja, das wird jetzt hier nicht unterschieden zwischen sakraler Magie und arkaner Magie und so. Also zumindest sind wir da auf solche eklatanten Unterschiede noch nicht gestoßen. Wüsste ich zumindest nicht. Höchstens für den erweiterten Blick. Ja. Aber den spare ich mir hier. Höchstens, wenn es einen Anlass gibt, dann würde ich den hier einsetzen. Ja, sind da noch andere Leute, dass irgendwie jemand als Priester erkennbar ist? Nee, oder im Moment nicht. Also ihr seid auch in einem Innenhof, da sind ja schon noch ein paar Räume, oder es gehen so Treppen auch nach oben. Von der Entfernung hört ihr vielleicht irgendwie welche Gebetssänge, aber... Ja gut, ist hier bei Gottesdiensten zu stören, ich meine... Je nachdem, wie lange das mit den Ringläufern dauert. Die Gelehrten wollten ja auch irgendwie einen Brief dahin schicken zu der Frau Doktor. Da müssen wir da eh auf eine Antwort warten. Ja. Ja, von daher würde ich sagen, lass uns doch einfach erstmal weitergehen. Ja, wir können ja noch mal wieder zurück. Ist ein schöner Tempel, aber der ist jetzt auch nicht so weit weg vom Gasthaus. Da können wir ja auch wieder mal hingehen, wenn es sein muss. Ja, der ist so 30 Minuten entfernt. In diesen Bäumen, bei unseren Bäumen sind ja auch Symbole von den jeweiligen, oder von Richard glaube ich, mit drin. Ne? Ist das hier auch, dass die Symbole in den Bäumen drin haben? Nee. Wolltest du die jetzt reinritzen? Nö, einfach nur so dieses, alte Magie und so wollen wir nicht haben und die praktizieren im Endeffekt das gleiche wie wir. Also, das ist dann so. Ja gut, irgendwie müssen die Kinder ja geboren werden. Ja, aber im Endeffekt brauchen sie sich dann nicht mehr über den Norden zu beschweren, wenn sie dann sagen, dass wir irgendwelche komischen Sachen machen würden. Das ist ja genau das Gleiche, was wir machen. Die Snobs hier brauchen sich sowieso nicht über den Norden beschweren, weil der Norden ziemlich super ist. Also bei euch im Dorf ist es das auch sowieso, ein natürlich. Ritual. Wir müssen nur irgendwie vielleicht... Es ist natürlich schwierig, wenn die Bevölkerung hier der Meinung ist, dass der Norden rebelliert und denkt, dass... Da kann man schnell irgendwo die Sache auch schüren und dann die nächsten Besucher werden dann halt wird eine Armee sein, die gegen den Norden marschiert und wir setzen den ab und wenn. Und die einzigen, die nachher überbleiben, sind die Leute aus Golül mit ihrer fetten Palisade drum. Ja, aber vielleicht kann man ja gegen so ein Vorurteil auch mal noch ein bisschen gegenwirken. Ja, wenn wir ganz vorsichtig vorgehen, können wir das ja durchaus in Angriff nehmen. Samthandschuhe, alles klar. Geht ihr raus, während ihr redet? Ja. In dem Moment, als ihr wieder aus dem Innenhof durch diese Säulen nach außen quasi tretet, fühlt sich's kurz an, als würdet ihr durch so ein Glibber gehen, aber nur so ein ganz kurzes Momentchen und dann ist auch schon wieder weg. Glibber? Das ist jetzt komisch. Okay.
Kann einer von euch nochmal reingehen und wieder rausgehen, ob es nochmal so ist? Ich gehe nochmal raus und wieder rein und wieder raus. Ich gehe mit Gwen mit. Beim Reingehen merkt ihr nichts, beim Rausgehen ist es wieder das ganz kurze Gefühl. Fühlt sich nicht unangenehm an, eher so, als würde man einfach so kurzes, warmes Wabbeln und vorbei. Da mal von außen den Blick, ob das vielleicht so eine Art, ich sag mal, Kuppel ist oder so eine Aura um dieses Ding, also um den Tempel. Ja, also um den Tempel ist sie auf jeden Fall sehr viel stärker als da, wo ihr jetzt draußen steht. Dass man irgendwo quasi so eine Grenze passiert, wenn man dieses Gefühl hat. Aber auch auf dem See spürt ihr Magie. Ist vielleicht so eine Seelenwaschanlage. Kommst gerein mit gereinigter Seele wieder raus. Hättest du jetzt gar nicht reingedurft. Ey, jetzt mach aber mal einen Punkt. Hast du dich irgendwie unwohl da drin? So, als ob du nicht willkommen wärst, gefühlt. Nee, dafür müsste ich ja eine Seele haben. Oh je. Oh, das ist ein interessanter Punkt. Ich weiß nicht, ob das die Gottheit so vorgesehen hat. Bei dir gar nichts machen. Du hast gar keine Seele. Wie schade. Genau. Ach, Jungs. Ja, dann wandern wir mal weiter. Er ist ja wiedergeboren. Das heißt, die Frage ist, hat er jetzt wieder eine neue, frische Seele? Ja, ist er überhaupt er selbst? Ah. Das und werden wir noch herausfinden. Was ist die Seele überhaupt? Hat es überhaupt was mit Seelen zu tun? Ja, vielleicht, wenn ich älter bin, wenn ich auch mal ein alter Sack bin von über 40, dann setze ich mich vielleicht mal über eine metaphysische Abhandlung über das Thema. Auf Basis meiner Erfahrung. Wenn du überhaupt es schaffst, so alt zu werden. Ja, kannst dir ja ein bisschen Mühe geben, auf mich aufzupassen. Das habe ich bisher sehr ausgezeichnet getan. Dann lass nicht nach. Apropos Seelen. Gesundheit. Tara hatte letztes Mal auch das zweite Gesicht, seine neue Fähigkeit getestet und hatte in seinem eigenen Zimmer seine Oma auf dem Bett sitzen vorgefunden und der Opa kam noch mit dazu. Und hatte eine nette Konversation mit den beiden. Ja, so mit Gesten und ja. Ja, aber die haben sich sehr gefreut, ja. Ja. Das war schon ein berührendes Erlebnis. Ich würde mir jetzt aber Gedanken machen, wenn, je nachdem, was du in deinem Bett sonst noch so alles machst, wenn dann die Großeltern da mit anwesend sind. Ja gut, das ist jetzt etwas, das ist eine Erkenntnis, mit der muss ich jetzt leben lernen. müsst ihr aber auch, weil das gilt für eure Ahnen ja nicht anders, nur ihr habt den Zauber nicht. Ne? Aber bei uns im Hexenhaus gibt es keine Geister. Ich konnte ja nicht nur meine Großeltern sehen, sondern ich habe ja alle möglichen Verstorbenen draußen rumlaufen sehen. Ne? Die immer gucken. Immer. Weil sie nichts anderes zu tun haben. Immer gucken. Ich müsste einen permanenten Schutzkreis um das Hexenhaus ziehen. Vielleicht hilft das. Naja, da musst du aufpassen, weil einen anderen Zeitvertreib haben die Geister nicht. Nachher fangen die an zu rebellieren, weil du sie aussperrst. Die können ja woanders gucken. Nee, wenn alle so denken, dann schauen sie am Schluss gar nichts mehr. Eben. Dann langweilen sie sich ganz arg. Na, außerdem wollen ja deine Ahnen eben halt auch wissen, ob du dich anstrengst, dass du deine Blutlinie am Laufen hältst. Ne? Ich habe gleich mehrere Freunde. Was ist mit dir? Und ich soll in ein anderes Dorf einheiraten. Gwen macht ein langsam mal Argument. Ja, lässt sich langsam mal da jetzt hier wieder geht jetzt auf den Weg, weil das kann sie sich nicht anhören. Ja, ihr seid ja währenddessen schon gelaufen. Gwen ist die Erste, die zumindest bemerkt, dass die Felder um sie herum spärlicher werden und du siehst, dass vor euch wieder gepflastertes Gebiet mit Häusern beginnt. Die aber tatsächlich alle noch aus Holz sind am Anfang. Mhm. Und wenn ihr weitergeht, dann kommt ihr in eine sehr dichte, eng stehende Siedlung, wo Karren unterwegs sind, die von Eseln oder Pferden gezogen werden. Ihr seht auch an den Häusern, die sehr viel höher sind als bei euch, auch so Stäbe raus quasi an den Fenstern, um Säcke nach oben zu ziehen und Ähnliches. Also da ist herrscht Betrieb. Das heißt, die haben da richtige Pferde, keine Ponys oder Esel, ja?
Ja, und auf der Seite sind auch viel mehr Häuser, auch dichter, weit, also da, wo euer Gasthaus ist, das sind eher so Gehöfte noch am Anfang. Hier seid ihr wirklich quasi in einer Stadt jetzt zum ersten Mal. Je näher ihr kommt, auch immer mehr vereinzelt mal dazwischen aus Stein oder auch eben gedeckten Dächern, keine Strohdächer wie auf der anderen Seite. Ja, und ihr kommt, wenn ihr die Straße langlauft, müsst immer wieder Leuten ausweichen, die euch da entgegenkommen und Platz da, jeder schreien. Lauft ihr eine lange, lange Straße entlang, seid auf der Rückseite, also seht von der Rückseite jetzt auch das Schloss und kommt quasi auf die andere Seite des Tores aus dem zweiten Ring. Mhm. An eine lange Straße, die auf einen Marktplatz führt. Und ihr seht auch, wenn ihr die Straße weiter runter geht, den Hafen. Und ihr seht Schiffe vor Ort liegen. Ich weiß gar nicht, ob ihr schon mal ein Schiff also Boote habt ihr gesehen? Nee. So Flussboote halt, ne? Genau, aber so große Schiffe habt ihr tatsächlich noch nie. Also ihr wisst natürlich, was es ist, aber ihr habt noch nie so große gesehen. Geht ihr näher hin an den Hafen oder geht nach dem Marktplatz? Okay. Ja. Viele Sachen haben wir noch nicht gesehen. Das ist alles ganz spannend und neu für mich. Vor allem das Meer dahinter. So viel Wasser. Ja, der Marktplatz ist natürlich auch voll. Aber den Marktplatz schauen wir uns dann schon an. Schaut ähnlicher aus, aber das Meer ist natürlich verlockend. Ja, ihr kommt an den Hafen und ihr merkt, ihr könnt links und rechts von dem Hafen gehen Stege raus, wo auch Fischerboote fahren und so. An den inneren Hafenbereich kommt ihr tatsächlich gar nicht. Da muss man sich wieder ausweisen und da wird ganz geschäftig irgendwie von Schiffen Sachen runtergeholt über die Planken und die Leute schreien irgendwelche Befehle. Ihr erkennt auch hier deutlich die Ringwächter, die noch so ein kleines Ankersymbol haben neben ihrem Wappen. Die scheinen hier die quasi wie eine Hafenmeisterei, also die das hier alles zu organisieren und zu verwalten. Und es sind ganz unterschiedliche Schiffe, aber ein ganz langer Steg nach draußen, der ist sehr prachtvoll gemacht mit Fahnen auch an den Seiten und da liegt ein sehr, sehr großes, wunderschönes Schiff, das auch an den Fahnen die Wappen trägt der Stadt. Ich denke mal, wir stehen so ein bisschen abseits, dass wir nicht im Weg stehen und einfach da diese Szene uns begucken können. Ich würde dann auch nochmal wieder den Blick machen. Mhm. Einfach so auf den Hafen, auf das Wasser hinaus. So. Du spürst schon, dass vereinzelt mal Magie in der Nähe ist, kannst es aber nicht genau orten. Also jetzt am Meer selber ist jetzt nichts irgendwie magisch oder an den Schiffen. Mhm. Genau, aber was dir auffällt, ist dieser Salzgeruch, dieser Wind und nach Meer und diese Brise, die ihr so gar nicht kennt. Diese komischen Vögel, die so kreischen. Genau. So, ne? Ja. Und ihr hört dieses Schwappen vom Wasser, das so an den Hafen schwappt. Oh. Dann müssen wir eventuell auch mal zum Strand gehen, dass wir mal an das Wasser wirklich rankommen. Mhm. Genau, die Anglerstege sind frei, spannend. Da könntet ihr theoretisch drauf. Okay. Sind die denn auch so niedrig, dass man da das Wasser reinlangen kann? Mhm. Oder? Ja, das sind ganz einfache Holzstege. Dann? Ja. Ja, dann? Einmal die Hand ins Wasser halten, auf jeden Fall. Ja, genau, und dann, ich würde, also, die Luft schmeckt ja mittlerweile salzig. Mhm. Das würde uns allen auffallen. Diese Art Luft haben wir noch nie eingeatmet. Ja. Also es ist so, als wäre Salz auf meinen Lippen. Meine Nebenhöhlen werden frei. Hattest du schon immer Nebenhöhlenprobleme? Das war dein Problem. Dein Problem sind die Nebenhöhlen, nicht irgendwas anderes. Es war keine Depression. Genau. Stell dich das nächste Mal nicht so an. Inhaliere Wasser mit Salz. Und auch nicht die Pubertät. Salzwasser hätte ich gebraucht. Genau, das hilft gegen alles. Das heißt, wenn du ein frei atmender Magier willst, gut, für ein frei atmender Magier. Ja, genau. Also, dass du deinen Magierturm vielleicht jetzt nicht hier in der Stadt aufbaust, das wäre kontraproduktiv, weil die Magier auf dem Schafott landen. Naja, ich kann den Magierturm ja vielleicht tarnen. Irgendwie. Heiratest Ludmilla und machst du eine Bäckerei rein. Ludmilla ist deine Frau. Geh mir nicht auf den Keks mit Ludmilla. Ludmilla ist für mich gestorben.
Die sah aber noch sehr lebendig aus. Die hat uns so Brot gemacht. Ja, sie ist eben halt nicht perfekt in keinerlei Hinsicht. Ich werde ihr das sagen. Die sollte keinen Gedanken mehr an dich verschwenden. Ja, bitte tu das. Und das werde ich auch allen anderen Frauen, die du jemals auch nur im Entferntesten anguckst, sagen. Ich werde ihnen sagen, dass du ganz evil bist und eigentlich ein böser Magier bist, der nur Edelsteine liebt. Was erzählst du denn da für Quatsch? Also doch, Schwarzmagier. Ich sag's doch die ganze Zeit schon. Was denn? Nur weil Gwen irgendeinen Blödsinn erzählt, springst du direkt drauf an. Ihr beide habt einander verdient. Du solltest Gwen heiraten. Nein. So ein schräger Blick, nein. Nein, er hat Izzy oder Ludmilla. Er braucht mich nicht. Außerdem sollten wir vielleicht nicht ganz so laut über Magie sprechen. Und ich wollte einfach auch nur sagen, weißt du, Fergus hat keine Probleme, eine zu finden. Bei dir mache ich mir da ehrlich gesagt eher Gedanken. Das wird schwierig, aber ich sag dir gleich. Ja. Also nicht mal im Notfall würden meine Schwester oder ich auf dich zukommen. Nicht mal im Notfall. Ja, aber ganz ehrlich, wenn du mir reinfuscht in meinen Frauengeschichten, wenn du meinst, mich schlecht machen zu müssen, dann verwandelt dich in eine Kröte. Das kannst du ja gar nicht. Taran. Irgendwann kann ich's. Taran, nicht über Magie sprechen. Ich mach mal verbotenes Wissen, ob ich glaube, dass er mich in eine Kröte verwandeln kann. Weil Tintenherstellung theoretisch wird mir da jetzt nicht helfen. Ah, nee, Volksweisheiten, das ist Intelligenz, das ist Moment. Ja, mal. Nach Volksweisheiten geht das garantiert. Das weiß doch jeder. Ja, das weißt du ja nicht. Unsinn. Mal sehen. Also hier steht es schon mit Success. Na also, ach ja genau, man muss nur weiter runter scrollen. 10 über 18 glaube ich, dass er mich irgendwann in eine Kröte verwandeln können wird. Wir fragen die Spielleitung. Irgendwann vielleicht, wenn ihr genug kennenlernt, wie das Hutzelweiblein. Aber du bist dir nicht sicher, ob es überhaupt geht. Stimmt, die war ja geht. Komisch. Aber laut Volksweisheiten geht das natürlich. Oh. Die Brokkoli-Hex, das ist halt der Albtraum deiner Kindheit. Ich wäre der schönste Frosch überhaupt. Kröte. Mehr war es. Ich wäre die schönste Kröte überhaupt. Ich wäre eine. Wir haben große Kröten getroffen. Eine. Ich habe in ihrem Schlund gesteckt. Eine. Die war nicht so charmant, ja. Ja, das möchtest du nicht, dass ich dann so rumlaufe, denn dann bist du der Erste, den ich schlucke. Überleg dir das gut, Schätzelein. Können Kröten gebrochene Nasen haben? Kröten haben überhaupt keine Nasen. Mach doch mal wenn man eine die Vorderseite der Schnauze. Ja, aber das ist keine Nase, wie mein wunderbarer. Bitte. Was? Wer? Das passt jetzt gerade gar nicht. Eine Weisheitsprobe, während ihr da so schön am Reden seid. Wir alle oder wer? Alle. 9 über 15 geschafft. Nee, keine Ahnung. 19 über 13. 5 geschafft. Ich habe es nicht geschafft. Ich habe 11 Weisheit und eine 14 gewürfelt. Ja, dann hast du es geschafft. Wenn du 11... Du musst doch unterwürfeln, oder? Ja, ich habe aber eine 4-10 gewürfelt. Ach so, ich dachte, du hast 11 gewürfelt und hast eine 14, sorry. Nee. Ich bin nicht so der Weise. Dann merken zumindest Fergus und Else, oder? Haben es geschafft? Ja. Mhm. Ja, Fergus und Else, ihr merkt, dass hinter Taran ein, also generell ist da auch so eine Kindergruppe jetzt auf den Stick gekommen, die da auch so ein bisschen die Hände ins Wasser halten und irgendwie lachen. Und dann hört ihr einen der Ringwächter mit diesem Anker drauf in die Nähe kommen. Ey, schert euch fort! Arbeiten oder in die Schule gehen. Und ihr seht noch, wie sie weglaufen wollen. Und eines der Mädchen hat bei Taran am Beutel so ein sehr ziemlich nah die Hand. Ja, musst du das wohl lassen. Geschicklichkeit. Versuche die so ein bisschen so, die Hand dort wegzunehmen. Ja. Also, dass man die Hand so wegschiebt. Mach mal eine Geschicklichkeitsprobe. Nein. Ich würde die Hand versuchen wegzuschlagen. Ja, du hast es leider zu spät gemerkt. Ich würde ihr versuchen, beizustellen, wenn sie anfängt. Okay, dann darfst du das auch noch mit Geschicklichkeit. Die zwei hat es ja schnell genug gemerkt. Genau, wir haben ja unsere Konterdiebin dabei.
Oh, Automatic Failure, Natural 20. Erdl fällt um. Erdl fällt bei dem Versuch vom Steg. Ja. Else. Und Else. Und zieht sich prustend am Steg wieder hoch. Das erste Mal in Salzwasser gelandet. Ich beuge mich nach unten und halte dir meine Hand hin. Was machst du denn? Ich habe nicht von der ganzen Sache ja nichts mitbekommen. Ja. Was machst du denn da drin und im Wasser? Die hat versucht, hier das Mädchen, Taran. Genau. Ich lasse deine Hand los und drehe mich um. Taran, du darfst jetzt mal würfeln. Wir gucken mal, ja, was sie erwischt hat. Und zwar, was hast du als 1, 2, 3, 4, 5, 6? Also ist die Frage, ob du überhaupt alles dabei hast, aber... Ich werde alles dabei haben. Sie hat nicht Fridolin. Der hätte gequiekt. Ja, den hat sie nicht. Wenn du Else loslässt, dann greife ich halt nach ihrer Hand, um D20. Sie hochzuhelfen. Dann gucken wir mal, was du verlierst. Das ist nicht der kräftigste, aber kriegen wir hin. Ich habe eine 13 gewürfelt. Mhm. Die vermaledeite 13. Oh. Die 13. Also wenn du guckst in deinen Taschen, ob alles da ist, also sie hat wohl wahllos irgendwas rausgezogen. Das war ein Beutelchen, da waren die 5 Spinnennetze drin. Ja, aus. Nee, bei Taran stehen die. Hier stehen 5 Spinnennetze aus Teilwell, stoppt Blutung, wenn auf Wunde gelegt. Genau. Ich glaube, wir hatten mehrere von uns hatten diese Netze mitgenommen. Weil die waren nicht teuer, da hatten wir uns ein bisschen eingedeckt. Ja, genau. Die lösche ich dir jetzt mal raus. Und auf jeden Fall hört ihr noch, wie das Mädchen Richtung Ringwächter schreit: In die Schule gehen wir nicht! Und die da reden über Magie! Und die Kinder laufen, verteilen sich. Lügnerin! In die Gassen. Dieben! Das ist eine Diebin! Haltet sie! Da Ringwächter so, dir kein Wort! Dann kommst du aus dem Wasser. Was? Grüßt, grüßt. Wie gesagt, ich will so weit raus, wie ich kann. Diebin? Da, das kleine Mädchen da hinten, was da läuft! Sie hat mir was gestohlen! Ja, er kommt zu dir und zieht so einen Schreibblock raus und so einen Graphitstift. Mhm. Dann sagen Sie doch mal, was hat das Mädchen gestohlen? Ah, Bürokratie. Was hat es gestohlen? Diese Spinnennetze sind jetzt aber nicht kritisch, ist jetzt nichts Magisches, ne? Nee. Weißt du nicht, ob die das hier verwenden, aber es ist nicht magisch. Ne? Ja, das war ein Beutel mit Heilutensilien. Seid ihr Heiler? Ja, unter anderem betätige ich mich als Heiler, ja. Also Heilutensilien. Und Wundverbände. Wie ist der Name von dem Mädchen? Woher soll ich das wissen? Ich bin fremd hier. Wie alt war das Mädchen? Wie alt war das Mädchen ungefähr? Es ist realistisch, die noch einzuholen, das Mädchen, wenn man jetzt ist gerade hinterher an euch rennt. Du kannst es versuchen. Du kannst mit Konstitution mal anfangen, hinterher zu rennen auf jeden Fall. Ich würde mal hinterher rennen. Aber da hinten läuft sie doch! Ihr müsst hinterher! Ihr seid doch hier der Wächter! Die hat so die Richtung, also die ist so auf dem Marktplatz halt, das weißt du, Else, aber ja, geschafft. Ja, du machst an, dich hinterher zu rennen, während er da steht. Wie alt ungefähr und alles irgendwie dann notiert. Und ihr Name ist? Ist doch egal, da hinten läuft sie hinterher! Wir wissen ja gar nicht, wem wir es zurückgeben sollen, wenn wir das Mädchen geschnappt und in den Kerker geworfen haben. Ja, mein Name ist Taran. Weiter. Krochanhot. Taran Krochanhot. Woher? Der schreibt sich C-R-O-C-H. Er schreibt so K-R-O-Hut Krochanhut. Krochenhut. Man spricht. Gut, dann bitte einmal Ihre Anwohnerauszeichnung. Hier. Also, Wir sind Gäste in der Stadt. Goldesel. Genau. Und woher ursprünglich? Wir sind mit gelehrten Kollegen aus Wüstenrose hierher gekommen. Aus Wüstenrose? Ja, aber wir sind nicht selber aus... Von den Aufständigen? Nein, wir sind hier schon aus den Herzlanden, aber wir leben und arbeiten da unten. Wir haben da unsere Ausbildung gemacht. Mhm. Das sind übrigens Sternenkundige, die herumreisen, um halt die Sterne. Zeig ihr doch mal die Karte. Ja, genau. Ich zeig ihm die Karte hier. Das ist die Sternkarte, an der wir zum Beispiel mit unseren Kollegen zusammen arbeiten. Mhm, genau. Er schaut drauf, als würde er sich total auskennen. Ihr seht diesen planlosen, verwirrten Blick.
Also Taran, Krochan, Hut im Goldesel. Sollten wir das Mädchen finden, werden wir uns bei ihnen melden. Endlich jedoch! Ja, während eurer ganzen... Ja, Taran, beruhig dich, ganz ruhig. Einmal durchatmen, einatmen. Dauert relativ lange. Er fängt dann auch an. Was machen sie eigentlich hier am Steg? Hier dürfen nur heimische Fischer hin. Das könnte ja jeder sonst mit dem Boot rein und rausfahren. Also er fängt an, euch da irgendwie zu belehren und ist irgendwie nicht wirklich hilfreich. Während Else über den Marktplatz huscht und guck doch mal, ob du mit Intelligenz das Mädchen findest. Wer? Ich? Else, die ist hier hinterhergerannt. So. Ja. Die andere Gwen. Die andere Gwen. Gwen Junior. Gwen Junior. Wunderbar. Yes. Clever. Ja, du siehst sie nicht nur unter dem Marktstand so runterklettern, wo gerade Obst verkauft wird oder Äpfel verkauft werden, sondern du siehst sie sogar auch hinten wieder hinter dem Tisch rauskommen, sich so durch die Körbe durch, die scheint sich sehr gut auszukennen und dann verschwindet sie an der Seite des Markts, indem sie, da ist wohl wie so eine kleine Gasse, sie hebt so eine Holzluke hoch und verschwindet da drin. Ja, hinterher. Okay, Else krabbelt in ein Haus rein. Ja, wir würden dann versuchen, uns so schnell wie möglich von dem Wächter loszueisen. Oh, Charisma bitte, Taran. Ja, Charisma. Oh je, wir haben schon verloren. Nee, ich kann besser Charisma als du, weil meine Nase nicht gebrochen ist. Noch nicht. Wenn du weiter so mit Elfen, mit Wendung gehst, dann schon. Ja, das kann passieren. So, ich habe eine 13 gewürfelt, ich habe 15 Charisma. Also, wunderbar. Also, und wenn Taran sich da sehr... galant dann irgendwie mal rausredet, nachdem er merkt, dass es wahrscheinlich nicht so wahnsinnig viel bringt und ihr euch eher selber in die Bredouille bringt, bevor der euch hilft und Fergus und Gwen schon so ganz unauffällig immer weiter sich entfernen. Genau. Dreht ihr euch irgendwann um und rennt wahrscheinlich auch auf den Marktplatz, wenn ihr gesehen habt, dass Else da verschwindet. Ja. Okay, dann dürft ihr auch eine Intelligenzprobe machen. Wir folgen einfach den Tropfspuren, weil sie ans Wasser gefallen ist, klatschnass ist und dann eine Spur hinterlässt. Ja, das bringt euch leider auf dem Marktplatz nicht so viel. Da habe ich Glück gehabt, ich habe genau die 18 gewürfelt, wo ich... Ja. Ich habe 7 auf 12, also auch geschafft. Alle, die es schaffen, sehen sie gerade noch verschwinden hinter einer Klappe am Ende, also hinten beim Marktplatz. Mhm. Passt zu spät. Wollt ihr hinterher? Oh, ja, sicher. Ja. Jetzt mal in die Nähe gehen und ein bisschen unauffällig vielleicht sich verhalten und mal gucken, ob wer guckt oder so. Mhm. Also du kommst in einen abgedunkelten Raum, wo drinnen überall also so fleckige oder mit Flicken versehene Vorhänge vor die Fenster gezogen sind, mit einer Tür raus, die auf dem Marktplatz. Das ist ein einfacher Raum. Also es geht sonst auch keine Tür irgendwo anders hin. Und da steht das Mädchen gerade am Küchentisch und die anderen Kinder stehen auch drumherum und sie macht den Beutel auf und sagt: Scheibenkrütze, was ist das denn für eine Scheiße? Die anderen, einer von den größeren Jungs klopft die so ein bisschen hinter den Hinterkopf und sagt: Du Depp, ich hab doch gesagt den Geldbeutel, was hast du denn da geholt? Von Spinnweben. Und die drehen sich zu dir um. Ja, die sind eigentlich schon praktisch, weil wenn man sich wehtut, dann kann man die drauflegen und dann heilt es schneller. Das soll helfen? Und sie nimmt es so in die Hand, klumpt es so zusammen und zeigt dir diesen Ball. Ja, du musst schon so auseinanderziehen. Also darfst du natürlich nicht kaputt machen. Wenn du es uns schon klaust, dann nimm es halt wenigstens auch her, ne? Wer bist du überhaupt? Und ihr kriecht so langsam einer nach dem anderen durch diese Luke hinter Else. Also erstmal, um es klarzustellen, von mir aus behalt die Teile. Alles okay. Ey! Aber ich fand's. Taran! Nicht so schreit, ich glaube nicht, dass es hier irgendwie jetzt Sinn macht. Beruhig dich. Ich finde es auf jeden Fall beeindruckend, dass ihr es einfach so gewagt habt, euch so anzuschleichen, so ohne Deckung und so. Das ist doch auch ein bisschen dumm, oder? Ja, Kinder fallen nicht ganz so auf. Das müsstet ihr ja wissen, auch wenn ihr schon ein bisschen älter seid als wir. Ihr seid uns aber voll aufgefallen. Und jetzt wollt ihr uns ausliefern oder was macht ihr hier? Ach Quatsch. Ich wollte einfach also nur mal, sie bestimmt also nicht. Ich dachte, vielleicht haben wir ähnliche
Hobbys und können ja einfach auch mal reden, was man hier in so einer großen Stadt macht. Wir sind neu also, hier. Also erstmal gibst du mir meinen Beutel wieder samt Inhalt und dann sehen wir weiter. Nee, versuch's doch. Ich klopp dich. Sagt die, die ist sehr viel kleiner als du. Und hinter dir die anderen Kinder bauen sich so auf. Ich stell mich vor dieses kleine Mädchen und guck so auf sie runter. Was? Du brauchst gar nicht so gucken, nur weil du größer bist. Meine Nägel sind blitzscharf. Ich zieh mein Schwert. Ist das so? Okay, sie schmeißt den Beutel vor dich und der Erste fängt an, schon die Tür aufzureißen und rauszurennen. Ich stecke das Schwert wieder weg und gebe Taran seinen Beutel. Ich hebe ihn auf, putz ihn ab, leg ihn dir hin. Gehört, lauft! Sind deine Nägel wirklich blitzscharf? Also machst du das tatsächlich? Ist das ein guter Trick? Macht man sowas häufig? Macht man das heutzutage? Schreit Else so aus der Tür raus auf den Marktplatz. Die Leute gucken mich ein bisschen an. Ach Mann, ich hätte von denen ja vielleicht voll was lernen können. Nein, das glaube ich nicht. Ich glaub, sie haben Angst vor mir. Von denen kannst du nichts lernen. Ja, du bist ja schon, also wenn du ein Schwert siehst gegenüber diesen Kindern, dann ist das schon beeindruckend und macht denen Angst. Aber vielleicht hätten wir von denen irgendwelche Insider. Ja, dann lauf ihnen doch hinterher. Lass dich ausrauben. Wieso verjagst du sie erst? Ich hatte ja keine. Man muss diesen kleinen Biestern von vornherein Grenzen setzen. Ja, wegen ein paar Spinnweben. Es geht ums Prinzip. Es geht nicht immer ums Prinzip. Doch, wenn es um Diebstahl geht, geht es um Prinzip. Ums Prinzip. In unserer Familie stiehlt auch niemand. Es ist, als würdest du mich gar nicht kennen. Also bei dir ist es ja was anderes. Du stiehlst ja nicht, du leihst ja nur aus. Ja. Das ist eine Sache der Perspektive. Und machst Fingerübungen und so, ja. Genau, du musst ja geschmeidig bleiben und so. Aber diese Rotzlöffel. Die Tür knallt zu. Nun so wie die hier, wenn die das hier wirklich gewohnt ist. Und ein Säckchen fliegt rein. Ein Säckchen. Und die Luke fällt zu. Passiert steht irgendwas in dem Raum, schaut auf das Säckchen, es macht. Und es fängt an bestialisch zu stinken. Oh. Diese kleinen Biester. Gut, dann. Ich mache langsam die Tür auf, trete gemessenen Schrittes raus. Ich dränge mich an ihr vorbei. Siehst du, aber das sind Tricks, die du von denen lernen kannst. Ja, ihr hört ein bisschen Lachen. Von mir, ich gehe auch raus. Das Kichern, was ihr hört, kommt von oberhalb. Und wenn ihr hochschaut, okay, ziehen sich so ein paar Köpfe zurück aufs Dach. Also ein bisschen so die Luft wegfächeln und dann aber trotzdem, ich finde das ganz amüsant. Vielleicht müssen die das mit dem Stehlen machen, um hier zu überleben. Eben, es gibt natürlich auch edle Gründe, um zu stehlen. Ja. Sollte man vielleicht auch von jemandem was stehlen, der was hat. Ja, und dann vor allen Dingen nicht sowas. Also und es dann auch nicht einfach wegwerfen. Also wenn sie wenigstens, wie du gesagt hast, benutzt hätten oder verkauft hätten oder irgendetwas damit gemacht haben. Das ist eine wertvolle Ressource. Das nächste Mal, wenn ich mir die Nase breche, haben wir was zum drauflegen. Eben, da hast du eine schöne Spinnennetz garantiert nicht. Garantiert nicht, was das war. Und als zweites hatten sie ja gar keine Gelegenheit, das zu verkaufen. Ich kram eine von unseren Silbermünzen, ohne dass es die anderen merken, aus der Tasche und steck sie zwischen Holz und Schloss an der Tür, dass sie es quasi, also die Kids, wenn die uns beobachten, kriegen mit, dass ich da was hinstecke. Ich glaube, es ist ganz gut, wenn die uns vielleicht nicht ganz doof finden. Du willst doch nur deine eigene Räuberbande haben. Das eine schließt das andere doch nicht aus. Man muss vorsorgen. Irgendwann ist dann Else die Patin. Die Räuberkönigin. Sie sitzt so wie die Spinne im Netz und dann so diese ganzen kleinen Räuber. Ja, genau. I expect you to die, Mr. Bond. Goldfinger. Genau. Ihr kommt zu mir an der Hochzeit meiner Schwester. Ja, genau. An der Hochzeit meiner Tochter. Ich habe keine Tochter, ich habe nur eine Schwester. Ach so, stimmt. Ja, genau. An der Hochzeit meiner Schwester. Sehr richtig, genau. Wir übernehmen einfach die Stadt irgendwann. Das ist auch eine Möglichkeit. Ja, dann hätten wir auch nicht mehr Probleme, in das innerste Sanktum vorzudringen, weil nämlich, wenn uns die Stadt gehört, dann
Das Problem ist, was machen wir mit dem König? Wir müssten König anstelle des Königs werden. Das heißt, wir sollten so laut nicht über solche Themen reden. Ich mache jetzt einen Counter jedes Mal, wenn ihr so Sachen sagt, passieren Dinge. Ihr hattet vorhin schon Tragen gesammelt. Bin schon wieder bei Finn. Wir sollten nochmal zu dem Tempel zurück und unsere Seelen reinwaschen. Meine Seele ist rein. Ich mache aus meinem Herzen keine Mördergrube. Ich bin vollkommen offen. Ich möchte, dass Taran König anstelle des Königs. Lasst uns doch mal ein bisschen schauen, was es hier auf dem Markt alles gibt. Genau, was ist denn hier so? Das sorgt bestimmt für Furore, wenn es hier dann einen Magierkönig gibt. Es gibt mich! Hörst du neben dir, Else? Und da sitzt einer am Boden, ein paar Fuß entfernt, und hält so ein Schälchen vor sich, schaut ein bisschen kränklich aus. Aber wahrscheinlich eher, weil er einfach nicht gewaschen ist, und schaut dich an aus so einem verzuzelten Bart. Ich bin Siegfried. Wenn ihr mir etwas Geld gebt, dann wähle ich euch gerne zum König. Also du kriegst von mir Geld, Siegfried, auch wenn du uns nicht wählst. Ich gebe ihm einfach Das ist gut. Münze. Ich weiß gar nicht, ob man einen König wählen kann. Nein, kann man nicht. Das wäre jetzt so meine nächste Frage gewesen. Du siehst aus, als könntest du etwas Geld gebrauchen. Pling. Du könntest ihn nur wählen, wenn du ein Kurfürst wärst. Aber du siehst mir nicht aus wie ein Kurfürst. Wie viel gibst du ihm denn? Wir sind hier im äußersten Ring, da ist Kupfer, glaube ich, so. Das ja, ich würde ihm zwei Kupfermünzen geben. Also ich will jetzt nicht, dass es aussieht, als wären wir super reich, weil das ist nicht gut, sonst werden wir Ziel von irgendwas, aber ich will ihm jetzt auch nicht einfach nur so ein zwei Kupfermünzen. Ja, er bedankt sich bei dir. Hast du Hunger? Oh, ich werde mir jetzt ein Frühstück holen. Tu das. Na dann. Und die wichtigste Mahlzeit. Beißt du auf das Kupfer. Und ihr seht, dass seine Zähne sind auch schon ziemlich abgeraucht. Siegfried, eine Frage. Gibt es hier irgendeine lokale Spezialität, die man gegessen haben muss? Was Besonderes? Bestimmt. Aber ich weiß nicht, ob ihr das mich fragen solltet. Weil ich kann mir ja sie nicht leisten. Nee, du bist nicht von hier, oder? Ich bin von hier. Ich muss nur kurz überlegen. Ich muss nur kurz mal in meinen Unterlagen nachgucken. Ja, es gibt keine Zufallstabelle oder ich habe zumindest keine für Essen. Muss ich mir noch zulegen? Also es wird sicherlich für uns eine Spezialität, alles was mit Seefisch ist, weil wir den ja gar nicht kennen. Genau, wollte ich auch gerade sagen. Ja. Also, Steckerfisch. In der Taverne am Meer gibt es eine sehr gute Fischsuppe. Oh. Ihr Geheimnis ist, dass der Fisch nicht nur aus Fisch besteht. Und auch aus Suppe? Sondern? Unrat, aber das macht es würziger. Die Fischsuppe mag ich sehr gern. Und auf dem Markt hier gibt es Klöße. Und was ist da drin? Zwetschgenmus. Und? Nichts. Und? Außenrum Unrat? Ist Soße. Das klingt aber gut. Aus was ist diese Soße? Ich hole immer nur die Mehlsoße, weil die Vanilladensoße kann ich mir nicht leisten. Vanilladensoße. Wir werden beides vielleicht. Ja, wir werden beides mal versuchen. Ja. Ja. Mhm. Vielen Dank. Noch etwas? Mhm. Zu essen oder? Vielleicht gibt es auch irgendwie. Ein Getränk als Spezialität, ein bestimmtes Bier oder einen bestimmten Wein, obwohl Wein ist jetzt nicht so unseres, oder eine Spirituose, also ein Schnaps oder sowas. Es gibt den Herzschnaps. Klingt auch immer nach Kirsche, frag mich nicht warum. Ja, er wird aus kirschförmigen, aus herzförmigen Kirschen gemacht. Aus kirschförmigen Herzen. Ich könnte mir das vorstellen. Bei dem Stadtwappen. Das ist das Etikett dazu. Das klingt doch gut. Sowas kann ich auch. Also, dann werden wir da mal schauen, irgendwie über den Markt. Ja. Ich würde aber nach dem Erlebnis, würde ich ein bisschen paranoid werden. Und einfach mich immer wieder umsehen und irgendwie versuchen, immer wieder meine Beutel zurechtzuziehen und immer wieder so hinfassen, ob alles noch da ist und so. Irgendwann beschwert sich Fridolin. Aber das ist schon sehr unangenehm, also so dieses Gefühl zu haben, irgendwie
dass man hier ist bestohlen es. Wird, das mag ich nicht. Ja, also der Hafen und der Markt sind auch dem dicht gedrängtesten natürlich und diese eine lange Gasse war ganz anders jetzt als vorne am Tor, also auf der anderen Seite. Das ist aber ein guter Punkt, dass wir so ein bisschen unsere Sachen sichern, also den Geldbeutel vielleicht unter das Hemd stecken oder so. Ja. Ja, ihr schlendert über den Markt. Ich würde gern ein bisschen beobachten, ob diese Münze an der Tür da flinke Hände kommen und die irgendwie einsammeln. Ja, definitiv schon, während ihr mit dem Bettler gesprochen habt. Da kam so eine Kneifzange an so einem ganz langen Stecken. So eine Krebsschere, die mit so einem Seilmechanismus schnappen kann an so einem ganz langen Stecken. Dann schaue ich rauf zu dem, der diese Schere bedient. Ja, das ist das Mädchen auch, das Taran beklaut hat. Nick ihr Wissen zu. Runzelt dir böse, blickt dich so böse an und verschwindet ganz schnell mit der Münze von da. Ich würde mal, während wir so über den Markt streifen, doch nochmal wieder den Blick machen nach Möglichkeit und einfach mal gucken, ob an dem, ob am Markt irgendetwas Magisches, ob da doch mehr hintersteckt, als es so den Anschein hat. Ja, wie vorhin auch, merkst du schon, dass es hier jetzt nicht gar keine Magie gibt, aber dadurch, dass es so voll ist und gedrängt, ist es schwierig auszumachen, wenn zum Beispiel eine magische Person sich vielleicht irgendwo lang bewegt, dadurch, dass ihr euch hier länger konzentrieren müsst. Aber bei einem Stand bist du dir sehr sicher, dass da magische Tränke verkauft werden. Na, dann gehe ich da mal hin zu dem Stand. Was macht er denn nach außen hin für einen Eindruck? Ist ein Heilkundestand. Also da verkauft ein Mann im Namen von Dana und Bridget geheiligte Tränke. Genau. Okay, gegen dann macht das gegen Kopfschmerzen, Sinn. Gegen Hysterie, gegen Migräne, für die Lust, aber auch eben so für also wirkliche Beschwerden, Bauchschmerzen und ja. Auch irgendwie Heiltränke oder sowas? Ich habe also für Verletzungen. Die Priesterin aus Tyrell, die uns diesen goldenen Trank gegeben hat, war das auch eine Bridget-Priesterin oder was war das für eine? Ich glaube, es war Bridget, ja. Genau, das eine war, ja. Ja, dann erzähle ich so davon, dass ich mal eine Bridget-Priesterin kennengelernt habe, die konnte sehr potente goldene Heiltränke herstellen, ob er denn auch so etwas hätte. Oh, natürlich. Das ist allerdings selten. Man muss dafür einen Bridget-Baum anzapfen. Ah. Ja, sie hatte einen in unmittelbarer Nähe zu ihrem Haus stehen. Ja. Es ist aufwendig und dauert lange. Deswegen für 3 Gold gehört er euch. Na, aktuell, aber ihr seid doch bestimmt täglich hier, nicht wahr? Das heißt, wenn wir... Wir sind täglich hier, wir sind von dem örtlichen Bridget und Dana Tempel. Ja, das heißt, wenn wir dann mal Bedarf haben, dann können wir ja einfach vorbeikommen. Jetzt aktuell haben wir nicht den Bedarf, aber gut zu wissen für den Fall des Falles. Jederzeit immer gerne für den Fall des Falles. Und für den Falles haben wir auch etwas, vielleicht ein kleines Potenzmittelchen. Danke, ich glaube, das haben wir alle noch nicht nötig, wir sind jung genug. Oh, man weiß nie, man weiß nie. Nein, da lassen wir uns auch nicht reinreden. Vielleicht für die Damen etwas für die monatlichen Beschwerden. Was? Versetzt mit blinden Blüten. So weit sind unsere Damen noch gar nicht. Was sollte das heißen? Ich schaue so an. Ist es nicht eine sehr intime Frage? Ist es das? Ja. Aber hat es nicht jede Frau jeden Monat? Also, ich muss mir das nicht anhören. Oh, dann vielleicht etwas gegen Hysterie? Ich muss mir das nicht anhören. Das ist ja gut. Zur Beruhigung wäre auch nicht schlecht. Hysterie ist halt ja noch viel besser. Er wendet sich an Taran und Fergus wieder. Gegen Hysterie haben wir auch sehr viel. Gut, dann machen wir mal ein Angebot. Wie viel? Nun, ich kann gerne ein Angebot machen, für das Lindenblütengebräu und den Hysterietrank. Schlappe 8 Kupfermünzen. Gibt's das auch als Flatrate?
Ja, Taran, ich glaube, du solltest wirklich eine Flatrate für ein Antihysterie-Getränk zu dir nehmen. Denn ganz ehrlich, wie du dich vorhin aufgeführt hast, als dieses Mädchen dich ausgeraubt hat, sie rennt da drüben! Man hätte auch ganz einfach sagen können, Officer, mein Name ist sowieso, wieso, buchstabier, mhm, da drüben ist die Täterin. Das nächste Mal, wenn Weiten du ausgeraubt Sie ihres Amtes. Wirst, wenn du ausgeraubt wirst, kannst du das ja gern so machen. Ja, er ist ja, so dumm. Ja, das hat sich alles schon erledigt. Sie haben also gar kein Geld? Doch. Doch. Wir überlegen uns das noch mit den Tränken, wir klären das erstmal und dann kommen wir auf euch zurück. Wir wurden ausgeraubt, aber nicht sehr erfolgreich. Also die Liebe war nicht sehr erfolgreich. Er hat wirklich kein Geld, er ist sehr... Natürlich haben wir Geld, also ich habe auch Geld. Das freut mich. Ne, wir könnten auch den teuren Trank bezahlen, nur wie gesagt, im Moment brauchen wir ihn nicht. Oh, das ist wunderbar, der Trank ist wirklich sehr selten. Kann natürlich sein, dass er auch bald gekauft wird. Ja, dann soll es so sein. Genau, wie lange liegt der denn schon hier, der aktuelle Trank? Nun, der ist ganz frisch gebraut, ganz frisch gebraut. Natürlich. Also ich gehe davon aus, also Gold hat halt hier auch so gut wie niemand. Ne? Aber die werden das wahrscheinlich auch ans Schloss reinliefern. Okay, na gut, dann schlendern wir mal weiter. Genau. Ja, also es gibt alles Mögliche. Das ist wirklich ein großer Markt, viel größer als in Tyville. Die quasi, wie sagt man, die Stadtinnenmitte. Mit unzähligen Ständen, ihr seht verschiedenste Farben, verschiedenste Gerüche, auch mit Gewürzen. Es gibt tatsächlich auch Gewürze, die wohl aus Wüstenrose gehandelt werden, also die auch spicier riechen oder so ähnlich dann wie Kurkuma, Curry und sowas, was ihr sonst nicht kennt. Also gerade die Gewürze sind natürlich prägnant auch vom Geruch und den Farben, aber es gibt auch Blumenstände und eben verschiedene Essensstände. Ihr findet auch diese Klöße mit der Valinadencreme und die mit der Valinadencreme sind relativ teuer und sie erzählt euch auch, warum, weil die eben aus einer besonderen Pflanze innen aus dem Stiel rausgekratzt wird zum Verfeinen. Es ist einfach aufwendiger und es gibt auch die mit einfach quasi so Mehlbrühe und dann Zucker rein gerührt. Also ich nehme es mit der Valinade, bitte. Ja, das sind 5 Kupfermünzen. Das ist relativ viel. Also ich nehme auch so eins. Mit das Teuerste, alles andere so zwischen. Ja, ich würde mich anschließen. Mhm, aber sag mal, Fergas, da hinten diese Gewürze. Boah, das riecht ja so intensiv und so. Wäre das nicht etwas für deine Schnapsbrennerei, da mal zu versuchen, mit den Gewürzen da eine ganz andere Note reinzubringen? Wäre das ein richtig scharfen Schnaps? Ja, meine Eltern würden das bestimmt mit Begeisterung abnehmen und verkaufen in der Taverne. Guck mal, da diese kleinen Schwarzen da, diese kleinen schwarzen Keime oder Samen, Kümmel. Steht drauf, Kümmel. Ich glaube, wenn du den in den Schnaps werfen würdest. Wir können ja verschiedene Rezepturen, also ich kann dann verschiedene Rezepturen ausprobieren. Das wäre überhaupt mal eine Idee, ja? Wenn wir schon hier sind, solltest du vielleicht die Gelegenheit nutzen. Ja. Gäbe es aber auch Speisen, wo man diese Gewürze mal geschmacklich testen kann? Denn so pur ist das natürlich auch immer so eine Sache, aber dass man mal noch einen Eindruck kriegt. Nicht nur diese Knödel haben, sondern... Es gibt tatsächlich einen Stand, wo jemand steht, der auch von der Hautfärbung ähnlich ist wie eure Gelehrten. Mhm. Der andere Elf ist relativ hell und der bietet so Suppen an. Das schaut aus wie so ein fahrender Händler, der aber wahrscheinlich da sich länger, immer für eine Woche oder so, also schon ein bisschen größer aufgebauterer Stand und der hat so große Pots, wo er Suppen hat und da sind unter anderem auch eben sowas wie Curry drin oder Kurkuma und der hat auch so einen süßen Reis mit Nelken und Rosinen drin und sowas. Also da könntest du Gewürze probieren, ja. Oder könnt ihr alle... Es gibt so kleine Schälchen, wo man immer so... so, dass man quasi eigentlich... Er hat gar nicht so wirklich große Teller, sondern anscheinend kauft man Schälchen und pro Portion, die man sich reintut, zahlt man eine Kupfermünze. Das heißt, ihr könnt einfach immer so ein kleines Schälchen probieren und so durcheinander... Oder getauscht. Dann würde ich einmal so durchprobieren. Mhm. Also, wenn es kleine Schälchen wie die anderen auch, dann das war halt jeder einen so einen Löffel dann rausnehmen aus der Schale. Mhm. Jeder möchte. Aber so ein bisschen Ausschlussverfahren. Ich glaube nicht, dass man Curry oder so in den Schnaps tun kann. Das wäre etwas merkwürdig, glaube ich. Aber bei anderen Sachen könnte man sich das sicherlich gut vorstellen. Ja. Also du kannst dich auf dem Markt definitiv eindecken mit allen möglichen Sachen. Es gibt auch an einem anderen Stand eingelegtes Obst und da sind zum Beispiel gezuckerte Kirschen dabei.
sich bestimmt auch für Likör gut eignen, zum Beispiel. Ich frage auch mal so der Interessehaber am Gewürzstand, wie lange sind diese Gewürze denn haltbar? Er sagt dir, wie lange die Gewürze haltbar sind. Danke. Also in diesem Tontiegelchen zumindest länger, aber sie dürfen nicht nass werden. Bestimmt ein paar Wochen. Der Geschmack lässt halt irgendwann etwas nach. Ja. Aber man tut auch nur ganz wenig davon rein. Und er erklärt euch das einfach so ein bisschen, was man von wo und sagt dann auch das am besten mit Reis oder dünne Fladenbrot oder genau. Reis? Was ist Reis? Kennen wir Reis? Ihr habt es gerade gegessen, ja. Ah, sehr gut. Mit Rosinen und Nelken, aber davor weiß ich nicht, ob ihr es kanntet. Ich glaube, Reisfelder gibt es bei uns oben nicht, ne? Nee. Glaube ich, schon zu exotisch. Es gibt aber auch. Es ist nicht warm genug und es ist auch nicht feucht genug, weil du brauchst ja diese Terrassen und da musst du es ja unter Wasser setzen, damit der. Was ihr kennt, sind natürlich Kartoffeln. Da gibt es auch eine, so eine kleine Kartoffel, die dann so aufgeschnitten ist und da ist Quark drin. Bis dahin kennt ihr alles. Was ihr nicht kennt, ist. Also Pfeffer kennt ihr auch noch, der so drüber ist, aber was ihr nicht kennt, ist. So eingearbeiteten, ganz frischen Geschmack, und zwar ist es Minze. Direkt Lust, in Urlaub zu fahren. Ja, also ihr probiert euch. Aber interessanterweise seid ihr jetzt gerade an dem Stand, der ja nicht aus den Herzlanden kommt, sondern aus den Wüstenlanden. Ja. Aber auch natürlich aus den Herzlanden jetzt diese Klöße mit Bananensoße sind natürlich auch wahnsinnig lecker, mit dieser frischen Zwetschgenmus drin. Und so leicht Mohn drauf gestreut. Diese Gewürze, sind die, werden die irgendwie abgebaut in Bergwerken oder sind die aus Pflanzen oder wo kommen die her? Das meiste ist aus Pflanzen. Ah, das heißt, die könnte man auch anbauen. Also es muss die Temperatur dazu sein. Hier ist es fast schon warm genug. An der Grenze der Herzlande gibt es wohl auch einige Anbauflächen, aber das meiste kommt aus den Wüstenlanden bei uns. Wir haben dort, wobei die Wüste wiederum nicht fruchtbar ist, aber in Wüstenrose gibt es eine sehr, sehr gigantische biologische Abteilung auch. Und auch in kleineren gibt es einiges. Ah, okay. Das heißt also... Minze wächst ja auch. Dass man so in wärmeren Gefilden, dass das Pflanzen sind, die aus wärmeren Gefilden kommen. Auch sehr interessant zu wissen, aber wenn diese Gewürze natürlich eine ganze Weile halten, ja, warum nicht? Fairgas ist doch eine super Sache. Ja, ich werde auf jeden Fall ein paar Gewürze kaufen. Ja. Also alles das, was so auch schmeckt, dass man es irgendwie in einen Schnaps tun würde oder halt, gut, wir können auch so, wenn man mal zum Essen. Also wir würden es natürlich auch erklären lassen, wo der Reis herkommt. Der kommt tatsächlich, wird zwar noch in den Wüstenlanden, also quasi gemacht, aber es ist am Rand zum Dschungel. In so Sumpfgebieten eher. Oder nicht so, ja, wie sagt man da, halt, wo schon wieder fruchtbareres Gelände ist. Ja. Okay. Ja, das war doch schon mal ein spannender Ausflug hier auf dem Markt. Ja, in der Tat. Jetzt bin ich auch sogar gut satt von dem Ganzen. Es soll sogar schwarzen Reis geben, aber das habe ich bisher noch nie gesehen. Den hat es früher wohl in den Waldstätten gegeben, aber seit sie verschollen sind, es ist so eine Legende. Naja, vielleicht können wir Abhilfe schaffen, weil wir können Tinte herstellen. Also zumindest theoretisch. Das ist eine gute auch, Eigenschaft. Ich kann das nicht. Aber Legende? Verschollene Waldsiedlungen? Sie wollten den Vertrag mit den Königslanden nicht unterschreiben vor den vielen Jahren, wie Wüstenlande. Und nachdem es immer wieder Angriffe gab, haben sie sich in den Wald zurückgezogen. Man weiß aber nicht, ob es überhaupt noch Leben gibt. Also menschliches Leben oder... Aha, okay. Was denn für ein Vertrag? Den Nicht-Angriffspakt. Ach so. Also sie wollten ihn nicht unterzeichnen und deswegen hat man sie angegriffen. Sie haben niemanden getraut. Sie sind das Volk, das am meisten gelitten hat. Die Wälder wurden einfach abgeholzt und angezündet. Das ist bei einer Wüste nachdem schwer. Nachdem sie sich da rein zurückgezogen hatten. Nein, sie leben darin. Ja, ach so, also man hat nicht versucht, sie auszuräuchern. Nee, man hat versucht, sie auszurotten. Warum? Was?
Weil es viele, das ist Jahrhunderte her, das ist, als die ganzen Länder noch im Krieg miteinander waren und es darum ging, welche Religion die wahre ist, welche Magie die wahre ist, ja. Ach so, das war bevor wir so zivilisiert wurden. Ja genau, Magie ist was ganz Schlechtes. Und bei uns gibt es Magie, viel Magie sogar. Was? Wenn der aus Wüstenrose kommt. In Wüstenrose? Ach so, ja, und dann darfst du hier Akademie so leben, wo die doch hier alles so göttlich sind. Ich wende hier keine Magie an und ich bin auch nicht magisch begabt. Ich bin sehr begabt im Kochen. Wollt ihr meine Datteln probieren? Ja, warum nicht? Was ist das? Was ist denn eine Dattel? Das ist eine Frucht und er hält euch zwei Datteln hin, die er so halbiert. Wahnsinnig süß. Dankeschön. Klebt so ein bisschen an den Zähnen, aber lecker. Lecker. Hm. Sag mal, haben wir noch was von der Kirschmarmelade dabei? Ich würde mich gern bei dem Mann revanchieren. Ich bin mir nicht sicher, ob wir Kirschmarmelade mitgenommen haben. Weiß ich jetzt auch nicht. Meine Mutter hat bestimmt Gewichtsbegrenzung. Meine Mutter hat bestimmt irgendwas eingesteckt. Ja, bestimmt. Deine Mutter. Also ihr habt auf jeden Fall die Kirschküchlein von Ludmilla. Ja, also ich gebe ihm meins. Das ist ganz super. Er packt's aus und deins ist das Einzige, was nämlich verbrannt ist. Also du hast so ein kohlschwarzes Stück Kirschkuchen drin. Das ist wieder schwarzer Reis bei euch. Dann packt es so aus und schaut es an. Oh, das riecht ist... etwas. Das muss so. Das ist eine Spezialität. Man muss es jetzt aufbrechen, dann sind da drin die Kirschen. Das wird komplett gebacken. Bricht es auf und es bröselt einfach schon so auseinander. Das ist mir jetzt sehr peinlich. Ich will eigentlich nur noch hier weg. Und er sagt uns euch, ich probiere gerne, weil es ein Geschenk der Gastfreundschaft ist, aber den Rest hebe ich mir für später auf. Es ist einfach zu gut. Also dann mache ich jetzt Folgendes. Ich packe mein Kirschtörtchen aus. Das ist perfekt. Und schneide es auseinander und sage, das hat mir jemand geschenkt, deswegen kann ich wirklich nur die Hälfte geben, weil es ist ein Geschenk für mich gewesen und es wäre sehr unhöflich der Person gegenüber, dieses Geschenk komplett wegzugeben. Aber damit du mal siehst, wie es schmeckt, wenn man es richtig isst und richtig macht, probier mal das. Dann hab Dank. Und er probiert und ihr seht schon sein Gesicht so, gibt euch noch so ein halbes Fladenbrot mit auf den Weg. Sie ist eine sehr begabte Bäckerin. Ja, jedes zweite Stück gelingt ihr, wie ihr seht. Oh, ja. Und er klopft ihr auf die Schulter. Ex-Freundin, verstehe, mein Freund. Nehmt das zweite Stück Fladen auch noch und er drückt sie in die Hand. Ja, seid vielmals bedankt. Ja, und ich esse dann die Hälfte von meinem Küchelchen, weil es ist ja schon ausgepackt. Sehr lecker. Eigentlich die Vanillade? Die Valinade, meine ich. Also hat es nach Vanille geschmeckt, ja, oder? Genau. Also es war dann so eine Art Dampfnudel mit Vanillesoße, oder wie? Ja, Germknödel, ich weiß nicht, wie man das sonst nennt. Germknödel, ja, okay. Ja. Germknödel, okay. Ja. Okay. Ja. Wie warm ist es eigentlich, wo wir sind? Also, ihr seid ja schon ziemlich nah an der Grenze zur Wüste. Das heißt, und es ist Sommer. Ihr habt noch Vormittag, das heißt, jetzt hat es wahrscheinlich so 25 Grad, aber es wird noch heißer werden am Tag. Aber das heißt, ich komme jetzt erstmal damit klar, dass ich ins Wasser gefallen bin. Ja, es ist warm. Also da weht auch so. Es war ein Windchen, aber jetzt am Marktplatz nicht mehr, der ist eher am Hafen spürbar. Ihr habt ja Mauern um euch rum auf und so. Am Stein ist es nochmal heißer. Der Marktplatz ist nochmal wärmer. Ihr merkt, dass der Stein deutlich mehr wärmt als jetzt bei euch auf dem Land, sag ich mal, in der Natur. Jetzt haben wir ja schon doch sehr exotische Sachen gefunden am Markt. Also der Markt hat jetzt doch mehr hergegeben, als ich erwartet hätte. Wie ist denn so generell da das Erscheinungsbild? Ist das alles eher so, ich sag mal, schäbig, verkommen, eben halt ärmlich? Oder ist das alles ordentlich, sauber, schön? Beides nicht. Also es ist in der Mitte stehen die Marktstellen, die teurer sind. Da ist zum Beispiel auch der mit den Tränken, Heilsachen. Und jetzt eben auch der aus Wüstenrose. Aber quasi je weiter außen, desto einfacher werden die Tische. Aber es ist nichts ist dreckig oder sowas. Also da wird schon Wert drauf gelegt. Es wird dort tatsächlich auch patrouilliert. Also ihr seht dort verstärkt Wachen. Und während es halt in der Mitte noch irgendwie mit Decken drüber gelegt sind und schön angerichtet in Körben und so weiter, ist halt weiter außen einfach der Holztisch, wo halt die Äpfel drauf liegen und das Brot so mit Mehl noch bestäubt liegt und so. Also einfacher, schlichter, aber nicht
nicht dreckig oder so. Mhm. Okay. Aber in der Mitte findet ihr tatsächlich also teilweise auch Luxusprodukte, also auch sowas wie Parfum oder sowas. Mhm. Und die Leute schauen gemischt aus. Also ich meine, wenn ihr fragt, ihr werdet rausfinden, dass das der einzige Markt ist. Die Leute kommen aus dem zweiten Ring in den ersten dort. Ah, also dritten. Also in den dritten, genau. Ja. Und die aus dem im ersten wohnt ja, also wohnen ja eigentlich nur die quasi auch, also das Schloss, das Militär ist dort und da wohnen weniger Leute. Also auch viele Bedienstete wohnen außerhalb. Ja, okay. Und die werden kriegen geliefert quasi. Mhm. Sag mal, Gwen, sollten wir noch irgendwie Leckerlis für unsere Tierchen kaufen und dann mal vor die Stadt gehen? Ich meine, die können sich auch selber versorgen für den Rock und für... Ja, wir wollen ehrlich gesagt nicht, dass der Rock sich selber versorgt, fürchte ich. Ich guck mal so, gibt's ja irgendwo eine Metzgerei, wo ich eine halbe Kuh kaufen kann? Ja, also es gibt... Ja, da gibt's tatsächlich keinen Stand, sondern das ist in den wenigen Steinhäusern drumherum, wo es gekühlter auch ist. Ja, da würde ich dann tatsächlich da mal hingehen und sagen, ja, also ich bräuchte ein etwas größeres Stück Fleisch. Haben Sie eine halbe Kuh? Eine halbe Kuh? Ja, allerdings schon zerteilt. Ja, das ist in Ordnung. Wir bereiten das immer ganz früh vor, um das hier... Wunderbar, weil ich also eine halbe Kuh am Stück könnte ich auch nicht transportieren. Ich nehme eine halbe Kuh. Else, kannst du mal kurz zahlen, bitte? Ich glaube, dafür braucht ihr... also ich weiß nicht, ob das... Könnt ihr das tragen? Ich komme mehrfach. Was macht das denn, guter Mann? Wollen wir erstmal mit einer halben Viertelkuh anfangen? Das reicht ja für alle dann. Können wir hier eine Schubkarre bieten? Ihr habt ein großes Festgelage vor. Ja, ja, ja. So ungefähr. Mhm. Wir haben sehr... Wir haben ausländische Gäste. Also, ich meine, eine halbe Kuh, kann ich das irgendwo liefern? Dann schicke ich meinen Jungen oder meine Tochter. Was haben Sie denn für eine Tochter, wenn die alleine eine halbe Kuh transportieren kann? Naja, wir haben auch einen Esel und einen Karren. Wie bekomme ich sonst das Fleisch hierher? Ich dachte schon, ist es dann die dicke Hilda? Ich glaube, es ist das Beste, wenn wir es selber... Nein, dann würden wir es dort in Empfang nehmen. Also ich glaube, die Dame würde auch die Hälfte von der Hälfte so auf die Hand nehmen. Also die halbe Kuh ist eigentlich für sie, die ist doch im Wachstum. Gut, vielleicht wäre jetzt der Zeitpunkt, wo du diesen Antihysterietrank trinken solltest, Schätzelein. Den ich nicht gekauft habe. Siehst du mal. Das wäre jetzt wirklich super. Das würde allerdings, also seid euch sicher, dass ihr wirklich eine Kuh wollt. Also Schwein wäre zumindest noch etwas günstiger. Habt ihr das? Ja, dann nehmen wir ein halbes Schwein. Wie teuer soll es denn sein? Aber ein halbes Schwein ist auch deutlich weniger als eine halbe Kuh. Ja, dann nehmen wir ein ganzes Schwein. Können wir das vielleicht heute noch beenden, den Handel? Wollen wir erstmal den Preis dafür erfahren? Genau, wie teuer ist denn die halbe Kuh? Naja, die halbe Kuh wäre schon bei 12 Kupfermünzen. Und und ein Schwein? Bei 7 Kupfermünzen. Dann nehmen wir das Schwein. Frieda, ein halbes Schwein! Ein ganzes Schwein! Ja! Du meinst lebendig? Nein! Das ging im Zweifelsfall auch. Das ginge auch. Wir schlachten selbst. Naja, also lebendig könnte es noch laufen. Aber dann solltet ihr vielleicht bei einem Bauern fragen. Ja, gibt's hier einen Bauern, der mir ein Schwein verkaufen Ja, natürlich. Will? Ich beziehe ja auch mein Fleisch dort. Ja, wo denn? Frieda, hol ein Schwein vom Bauer Hans! Wenn das noch lebt und die das selber jagen, dann kommen die auf den Geschmack, dass das vielleicht auch Spaß macht, so ein Schwein zu jagen und dann... Lebend Futter für meine Tante Frieda jagt doch keine Schweine, sage ich total laut. Nein, natürlich nicht, das würde sie nie tun. Sie nicht. Wir holen ein Schwein oder eine Sau vom Bauern Hans, das dauert kurz, aber kommt doch einfach in oder macht eine Runde über den Markt oder wartet hier, wie ihr wollt. Kann ich euch eine Stück Wurst anbieten? Ja, gerne. Ich nehme da von der und der und der. Ach so, das kostet dann aber. Aber ein Stück Gelbwurst gibt's auf die Hand. Nee, Gelbwurst mag ich nicht so. Gut. Das ist wie so in einer Metzgerei in Bayern. Das Stück Gelbwurst kriegt man immer so. Oder Wiener. Jetzt müsst ihr mir aber helfen. Es dauert ein Stückchen, dann kommt eine Frau und drückt euch für den Ausschlag. Gelbwurst in die Hand. Genau, ein Stück, ein Seil, wo das Schwein dran ist, in die Hand. Was bezeichnet ihr als Gelbwurst? Das kenne ich jetzt nicht. Das ist Hirnwurst. Das ist Hirnwurst. Hirnwurst? Mhm, ja. Würde ich auch nicht essen wollen.
Ja, es ist trotzdem so. Ist in Bayern sehr Geldwurst. Beliebt. Okay. Ja. Mhm. Ich bleib bei Leberwurst, ist auch lecker. Ja, aber die, wenn man dir so ein Stück in die Hand gibt, das batzt immer so. Das ist jetzt nichts. Batzt? Ja. Das schmutzt. Ja, genau. Es schmutzt. Nicht von hier. Okay. Nein, er ist offensichtlich nicht von hier. Da kommt der Begriff Hirnschmalz. Ja. So. Gwen, du hast jetzt ein Seil mit einem Schwein dran. Gut, also ich habe jetzt ein Schwein, das ich an einem Seil herumführen kann. Dann lasst uns mal zu Tante Frieda. Ja. Also was? 12 Kupfer kriegen Sie? 7 und dann noch ein Kupfer für die Wurst. 8 Kupfer. Verpasst. Ja gut, aber dann würde ich sagen, mit dieser Sau am Halfter gehen wir jetzt schnellstmöglich aus der Stadt raus. Das heißt, sie geht jetzt andersrum wahrscheinlich, weil es theoretisch, naja, ist egal, ist direkt gegenüber so ziemlich. Ja, ich würde schon sagen, einfach, ja, denn da sieht es weiter aus, obwohl das wissen wir natürlich nicht. Also da auf der Seite tatsächlich sind einfach nur Gehöfte. Am Anfang ist auch noch mehr eben Steinboden und steinig und auch noch Karren und sowas. Je weiter ihr in Mitte kommt, sind es dann wieder einfachere Häuser und strohbedeckt. Und vor allem auch hier, also während auf der anderen Seite viel Feld und Landwirtschaft und Obst ist, da um den Tempel rum, ist auf der Seite halt viele nochmal so bis Ställe. Also ihr seht weniger Kühe, aber eben viele Schweine und Hühner und generell Geflügel und sowas. Und irgendwann seid ihr so ungefähr bei der Mitte und dann setzt sich dieses Schwein einfach auf den Hintern. Und macht... Was ist jetzt? Ja, du versuchst es zu ziehen, aber es ist halt ziemlich... Nein, ich rede mit Schwein. Dem Schwein. Was ist jetzt? Schau dich an. Dann ziehe ich ein bisschen an der Kordel. Ich glaube, es weiß, was ihm bevorsteht. Dann gebe ich Fergus das Seil und sage, zieh, ich schieb. Fergus zieht das Seil und du schiebst so von hinten und es gibt so eine breite Spur, wo der Schwein hinten über diesen erdigen Boden und ihr hört dieses Schwein, das macht mit den Hinterbeinen, so ist jetzt wirklich auf dem Po so nach vorne gestreckt und so jetzt langsam geschoben wird. Ihr dürft mal eine Konstitutionsprobe machen, beide. Beziehungsweise Gwen, Fergus Stärke und Gwen Konstitution. Oh, mit einer 9 von 10 gerade so geschafft. Immerhin. 13, ja. Wunderbar. Ihr schiebt es und kommt auch irgendwann bei eurem Gasthaus an. Es ist tatsächlich nicht mehr aufgestanden. Ja, aber wenigstens für ein paar Lacher gesorgt in der Umgebung, ne? Definitiv, ja. Je nachdem, wie groß der Schwein ist, kann man es auch hochheben und tragen. Vielleicht geht das einfach. Wie war das? Wir wollten hier unauffällig bleiben, ne? Ja gut, mit dem, ich hätte jetzt auch das, also... Ja, das sind halt diese braunen, weißen Schweine, die sind ja relativ so groß und auch breit. Das war ja für einen Schlachter vorgesehen. So ein Sattelschwein. Ein Mittelalterschwein. Mhm. Langen Haaren. Ja. Und da würde ich einfach sagen, gut, wenn wir dann soweit sind. Ja, mittelalt, genau. Steinalt wird es nicht mehr, genau. Kommt beim Gasthaus an, was macht ihr? Geht ihr mit Schwein rein, oder? Nee, ich würde einfach direkt weitergehen. Ich Ach so, du willst zum Tor runter? Ja, damit wir, also ich meine, mit einem Schwein würde wir wollten, dass das Schweinchen da nach draußen bringen. Inzwischen ist es halt, inzwischen ist es schon Mittag. Also ihr seid ja, ihr habt ja deine ganze, also so um die Stadt einmal rum braucht ihr schon so 2 Stunden zu gehen, mindestens 3 eher wahrscheinlich. Ja, aber so gut, jetzt haben wir halt den äußeren Ring einmal komplett gesehen, das buchstäblich einen Rundgang gemacht. Ja, also es ist jetzt wahrscheinlich so, gut, ihr habt auch noch gegessen, also wahrscheinlich ist es tatsächlich schon so gegen 2 Uhr nachmittags. Ja, passt doch. Ja, dann gehen wir da jetzt hin und füttern die Tiere. Okay. Ihr lauft raus aus der Stadt, das ist kein Problem. Torwächter nicken kurz, kommt nach draußen, seht auch links von euch wieder diesen gigantischen Marvolet-Bau, den ihr jetzt bei Sonnenlicht bestaunen könnt. Das ist tatsächlich, also hat relativ hohe Mauern, aber man sieht dahinter auch so ein steinernes großes Gebäude, das sehr dunkel wirkt. Das ist dunkler Stein mit so fast bronze-goldfarbenen Kuppeldächern. Und es kommt so ein beständiger Myrrhe-Geruch irgendwie rübergeschwabert, während ihr dran vorbeizieht Richtung Wald.
Es dauert nochmal ungefähr eine Dreiviertelstunde, Stunde, bis ihr dann an der Lichtung im Wald seid, wo keine Tiere zu sehen sind. Ich wo mal keine Tiere zu sehen sind. Mit so einem Lockruf versuchen. Also ja. Ich meine. Also und vielleicht sind keine Tiere zu sehen, weil der rockt die schon alle. Und er sitzt jetzt irgendwo, hält sich den fetten Bauch und kommt nicht mehr hoch. Also, Fergus macht einen Lockruf, ruft Gwen auch nach Timotheus. Timotheus? Ja, du hast ein Schwein. Und es kommt ein Timotheus aus dem Unterholz gebrochen, der Gwen einfach einmal versucht umzuschmeißen. Also er schafft es nicht, dich umzuschmeißen. Es geht dir gerade so bis zum Oberschenkel und schmiegt seinen Schnabel an dich, der ziemlich blutig ist. Das heißt, deine Hose ist jetzt auch ziemlich blutig. Ah, hast du schon gegessen? Wir haben dir auch was mitgebracht. Wo ist denn eigentlich deine Freundin? Und dann kommt gemächlich kommen Anouk und wie ist der? Arabasch. Aus dem Unterholz so fast schon gelangweilt, ganz geschmeidig so rausspaziert. Haben wir auch überall Blut auf dem Maul? Sieht die schon sauber aus. Aber sie legt sich dann auch sofort hin und macht einmal. Okay, die putzen sich ja. Die putzen ja. Ja. Ich gehe sie trotzdem mal knuddeln. Also. Er legt sich dann auch so auf die Seite und präsentiert ihren Bauch. Ja, wunderbar. Ja. Und ich stehe an der Seite und warte gespannt darauf, dass der noch nicht ganz so große Rock einfach das Schwein so schlucken will in einem. Das Schwein zieht ziemlich stark am Seil und versucht wegzurennen, quietschend. Ich sag dann, Timotheus, fass! Gwen, mach mal kurz eine Stärkeprobe, bitte. Timotheus? Gwen. Das Schwein ist auch für euch nicht, beide, ne? So zu den beiden Löwen. Ja, es war auch schwer zu bestehen, weil dieses Seil reißt einfach aus deiner Hand, als dieses Schwein laut quiekend in den Wald wegrennt und dann macht Timotheus und mit aufgestellten Flügen sprintet er hinterher. Er sieht noch den Kopf so und den Schnabel einmal nach vorne schnellen, als er auch im Unterholz und er hört ihn noch ein. Und die hohen Frequenzen kommen heute nicht so gut rüber. Ja, das ist ganz gut so. Ihr hört ein Quietschen, das abrupt abbricht und dann ziemlich Splattergeräusch, ja. Ja, dann höre ich auf zu kraulen und so dieses Anouk, also wenn ihr von dem Schwein auch noch was haben wollt, dann müsst ihr da jetzt hingehen. Und die gucken so mit dem Kopf hoch und dann scheinen sie sich wieder zu entspannen. Okay, ja. Ich glaube. Sind wohl satt. Ja, dann knüttel ich weiter. Also, oder vielleicht ist Timotheus einfach verfressen. Naja, wie gesagt, der ist doch im Wachstum, der hat doch einige Meter zurückzulegen. Ja. Interessant. Ja. Ja, das wird überhaupt interessant. Wir sind ja jetzt einen Monat hier ungefähr. Mhm. Also ziemlich genau einen Monat, bis wir dann irgendwie wahrscheinlich ja dann weiter nach Wüstenrose reisen, oder? Ja. Das heißt. Halt den Rock in die Heimat zu bringen und mal die Akademie zu besuchen und so. Also bei dem Wachstum, was er bisher zurückgelegt hat, würde ich sagen, dass am Ende des Monats wird sich kein Eulenbär mit ihm anlegen. Ja. Oh. Der wird größer sein. So, Pferdegröße? Nee, würden größer. Das hinkommen? Größer. Noch größer? Ja. Pferd ist ja nur, also großes Pferd, der hat ja nur eine Schulterhöhe von 1,80 oder so maximal, sag ich mal. Da ist er doch schon bald, oder? Ja, also nee, das jetzt noch nicht, aber der wird schneller wachsen. Ein Eulenbär ist größer. Wenn er sich so aufrichtet, ist er wie ein Bär. Der ist dann über zweieinhalb Meter. Und ich würde mal schätzen, dass der Rock nach einem Monat, bei dem Wachstum, was er bis jetzt zurückgelegt hat, dass der die 3-Meter-Marke geknackt hat, wenn nicht noch mehr. Wird halt auch, ist auch die Frage, ob der nicht zu schwer irgendwann zum Transportieren, ob es da nicht auch eine Auswirkung hat. Stimmt. Ja, wir wollen ja auch nicht so lange, wir müssen ihn ja wegbringen. Also wir können es nicht ewig hier bleiben. Es muss schon schnell passieren. Ja, vor allen Dingen, je größer er wird, desto mehr wird er fressen wollen und dann wird er auch vorsichtiger werden. Ja, eben, deswegen ist es ja auch dieses, wir haben jetzt hier nicht viel Zeit. Hm. Heißt, wenn wir in den zweiten Ring kommen, sollte das zusammen mit dem Gespräch mit der Augustina, sollte das auch oberste Priorität haben, zu schauen, ob wir eine Möglichkeit finden, diese Reise über den Feenpfad schnellstmöglich zu machen. Ja, aber der Feenfahrt beginnt auch in der Universität, also in der Akademie. Und die Akademie ist in Wüstenrose. Ach, die meinst du? Ah, okay, weil die haben ja auch eine Universität. Ja. Ach, du meintest die Universität in Wüstenrose. Ja, dann müssen wir da gucken.
Dann müssen wir da vielleicht noch mal mit den beiden Gelehrten sprechen. Bei Gelegenheit mit Hubertus Kibitzkus und Friedicus Millicus. Ja, vielleicht ist ja Ihre Nachricht schon angekommen, die Sie schicken wollten, und ja, die Werte. Ja, also Sie haben euch beim Frühstück ja gesagt, wir sind gleich wieder zurück. Wir suchen kurz einen. Ja, deswegen kann es sein, dass die Frau Doktor ja bereits in der Taverne auf uns wartet oder so. Ja, wir sind Jugendliche. Wir sind nicht so zuverlässig. Wir müssen die mit klarkommen. Ja, dann machen wir, was diese Ausrede zählt. Wir haben uns verlaufen in der Stadt. Wir waren neugierig und wollten uns umsehen. Da waren wir plötzlich. Wir haben uns erstmal ausrauben lassen und es hat dann gedauert, bis wir uns wieder geistig gesammelt haben, weil jemand erst noch einen hysterischen Anfall hatte. Gib's halt zu. Ja. Die Wachen und die ganze Bürokratie, das Aufschreiben, das hat halt gedauert. Ja. Warum soll und dann hat er so einen langsamen Namen, den man so schwer buchstabieren kann und so. Warum soll ich zugeben, dass du einen hysterischen Anfall bei Betzke hattest? Ich hatte nur einen leichten hysterischen Anfall. Aber guck mal, Gwen, also der Taran ist heute auch nicht auf intellektueller Höhe. Heute Morgen hat er zu der Wirtin gesagt, weil wir zu Gast sind, wir sind gestern erst angekommen. Ja, natürlich, die Wirtin weiß, dass wir gestern erst angekommen sind. Und er will sich in einer kreisförmigen Stadt verlaufen wollen, also. Ja, es ist wirklich schlimm, gar. Ja, ja. Irgendwas stimmt mit dir heute nicht. Die Löwen stehen wieder auf, als hätten sie langsam genug und schleichen in das Unterholz zurück. Dann viel Spaß noch, es kann sein, dass wir nicht jeden Tag kommen. Also. Ja, dann gehen wir mal zurück. Yes. Ja, ihr schlagt den Weg ein zurück nach Königstadt. Zeigt an dem Tor auch euer Schreiben vor, wo dieser kupferbraune Siegel drauf ist, wo drunter die Zahl quasi so reingekritzelt ist. Könnte es auch passieren. Werdet aber ein bisschen beäugt, merkt ihr schon, von den Ringwachen. Und als ihr reingeht, seht ihr, dass auch vor den Häusern, die direkt am Weg sind, wo auch das Gasthaus dann auf der linken Seite ist, so gerade ein kleineres Grüppchen auch von dem Haus und so ein bisschen aufgeregt miteinander tuschelt. Mhm. Ist besonders Gwen beäugt worden, weil sie Blut an der Hose hatte? Oder nee, ja. Stimmt, du hast Blut an der Hose. Aber ups, scheint ihnen gar nicht so aufgefallen zu sein. Das muss Lederbams so drüber oder so. Ja. Ja. Ihr alle tatsächlich, weil ihr ja irgendwie scheinbar mit Gepäck rumlauft. Okay, ja, wir haben mit unseren Visagen vom Blut abgelenkt. Ist auch mal gut. Naja, gut, Gepäck. Also ich nehme mal an, dass wir das Hauptgepäck irgendwo auf dem Zimmer gelassen haben, ne? Weil jetzt. Ja, Taran hatte ja ziemlich viel dabei zumindest. Übernachtet, also das wäre, weiß ich, so diese übliche Umhängetasche, dass man so ein bisschen klein dabei hat. Dann mit Schwein rausgegangen und dann ungefähr. Ohne Schwein wiedergekommen, sehr verdächtig. Später ohne Schwein wiedergekommen. Es hat sich losgerissen. Das ist nicht mal gelungen. Also. Unser Schwein ist abgehauen. Ja. Geht ihr zurück ins Gasthaus? Dieses Gerüppchen, ist das direkt vor dem Gasthaus? Das nee, so, das steht auf der rechten Seite vor so einem Bauernhaus. Was langsamer dran vorbeigeht und auch mal so mit dem Ohr hinhört. Nee, also ich würde auch erstmal sagen, dass wir da zu dem Gerüppchen gehen und also uns ein bisschen abseits stellen. Wenn ihr das natürlich versucht, nicht aufzufallen, dann auf Geschicklichkeit. Oh je. Also wenn Taran direkt hingeht, dann brauche ich ja gar nicht. Nee, genau. Nee, wenn Taran direkt hingeht, nicht, nee. Aber Moment, die Frage ist doch, also können wir aus einer gewissen Distanz heraus hören oder mitbekommen? Die tuschelt so. Ach, die tuschelt, okay. Also da ist eine Frau, die tuschelt gerade so bei zwei Männern. Der eine ist auf einen Spaten gestützt und der andere auf eine Mistgabel. Die scheinen gerade irgendwie gearbeitet zu haben. Wahrscheinlich eine Nachbarin, die irgendwie vorbeigekommen ist oder so. Okay, aber die gucken jetzt nicht explizit so auffällig in unsere Richtung oder so? Nee, gar nicht. Okay. Schaut eher ich hätte erhitzt sogar geschafft, aus, als würde sie irgendwas erzählen. Mhm. Bless you. Danke. Genau, Gesundheit. Genau, Else und Fergas schleichen sich so ein bisschen dran. Genau, also ich würde mich dann da außen vor halt eher Richtung Gasthaus schon mal gehen. Okay. Ja, während Taran den Weg zum Gasthaus einschlägt und Gwen so beim Wachen Schwein ist abgehauen, schleichen sich Fergas und Else ein bisschen näher hin. Und klingt komisch, aber ist so.
Und ihr bekommt noch mit, wie sie noch sagt, und sie soll, Quatsch. Und das Attentat, in 2 oder 3 Tagen soll er hingerichtet werden. Oh je. Mhm. Okay. Und als ihr näher kommt, verstummt sie dann auch und nickt so in eure Richtung. Ja, es ist mir so ein, wir Häuser angucken, so Architektur und mal so ein bisschen so, ne, also, dass man so das eine Haus anguckt und dann mal so ein bisschen so auf Abstand und dann halt die Distanz verkürzt in die Richtung. Schauen sie dann auch nur so und sagen, guten Tag, guten Tag. Gwen schaut von Else zu Taran und zu Fergus und sagt, was guckt ihr denn da hin? Die Häuser sind ganz anders gebaut als bei uns. Fenster. Das ist sehr interessant. Wir klären das gleich. Architektur in der Hauptstadt, das ist schon irgendwo etwas. Ja, gesagt, wann interessierst du dich für Architektur? Ja, guck mal. Wir haben ja vorhin auch da in dem Hafenbereich gesehen, da wo der Markt ist, diese Stangen, die da oben rauskamen, wo man die Sachen hochziehen kann. Das ich schaue Taran an. Vielleicht solltest du so einen Trank kaufen. Ich glaube, Fergus, geht's nicht gut. Wir gehen mal jetzt wieder. Vielleicht kriegen wir. Ja. Gegessen haben wir jetzt so gut. Also vielleicht einen Tee oder so noch, dass wir. Ja. Obwohl bei der Wärme, ob es ein kühles Bier gibt. Du bist noch viel zu jung zum Bier trinken. Ja, inzwischen ist es auch sehr deutlich heißer. Also jetzt hat es wahrscheinlich so um die 28, 29 Grad. Ja, dann lass mal in die Taverne gehen. Da ist schattiger. Geht schon mal rein. Ich muss noch meinen Schuh schnüren. Jetzt ist Gwen komplett verwirrt. Ja. Was? Aber dann, du hast viel Erfolg dabei. Du hast doch einfach nur Stiefel an. Mehr nicht. Da sind ja nicht mal Schnüre dran. Taran, vielleicht möchte sie mal austreten und es nicht direkt sagen. Obwohl, das Gegenüber ist eigentlich auch egal. Zum ersten Mal fühlt sich Gwen Taran verbunden, weil Taran genauso unwissend und verplant ist wie sie. Ich schaue sie so an und sage, irgendwas ist doch hier echt komisch. Ihr geht verwirrt Richtung Taverne, Else bleibt noch da und bindet ihren Schuh. Du merkst dass die drei jetzt, also sie, die Frau löst sich wieder und geht wahrscheinlich zu ihrem Hof zurück, während die anderen sich wieder an die Arbeit machen. Also. Ich glaube, diese Stadt hat keinen guten Einfluss auf Else. Nee, ich glaube, wir müssen hier schnell wieder weg. Gucken wir mal. Und wenn wir da so ein bisschen aus der Hörweite auch von den Leuten sind, bevor wir in die Taverne kommen, die Frau da hat gerade gesagt, dass in 2 Tagen die Hinrichtung stattfindet von dem Attentäter. Ich stoß dazu. 2 bis 3. Was sie sagt. Das ist aber ungünstig. Dann ist es besser, wenn wir am 2. Tag spätestens dort sind, wenn wir irgendwas unternehmen wollen. Wollen wir was unternehmen? Naja, wir haben zumindest den Auftrag, es zu versuchen, ne? Wir wollten ja zumindest identifizieren, ob das wirklich jemand aus dem Norden ist und nicht irgendwo einer, von dem gesagt wird, dass aus dem Norden ist. Und dann wird er geknebelt und gefesselt aufs Schafott geführt und dann heißt es der böse, böse Norden und es ist gar keiner aus dem Norden. War es wirklich ein Attentat? Also gab es dieses Attentat wirklich? Wie gesichert ist denn diese Information überhaupt? Nicht, dass irgendein Kriegstreiber... Achso, wir müssen vielleicht damit rechnen, dass hier auch irgendwie Kräfte am Werke sind, die irgendwann vor langer Zeit mal einen Spion namens Tobi in den Norden geschickt haben. Wenn es überfordert. Ja, der junge Tobi, der mittlerweile halt der alte Tobi gewesen wäre. Der alte, tote Tobi. Ja, gut, das auch, aber... Daran solltest du dich erinnern, du hast ihn selber umgebracht. Ja, sie hat ihn verletzt. Ja, genau. Ich erinnere mich. Und so ein Sekundäreffekt. Tod durch Unterlassung. Ja, er fiel in mein Schwert. Also es war gar nicht absichtlich. Es war ein Kampfstab, aber ja. Genau. Ja, genau, das ist noch viel, ja. Er hat sich seinen Kopf an deinen Kampfstab gestoßen, genau. Ja. Und der kam halt aus dem Süden. Genau. Haben wir erfahren. Kommen wir nicht alle ein bisschen aus dem Süden? Je nachdem, von welcher Seite man das betrachtet schon. Wobei, naja, bei uns gibt's dann, im Norden ist die Mauer, also. Also wir kommen alle von südlich der Mauer. Gut, wenn man es so sieht, ja. Ja. Die einen mehr, die anderen weniger. Genau. Also im Moment ist diese Intrige zwischen Ludmilla und Izzy viel, viel, also irgendwie leichter geistig zu durchdringen, wie das, was gerade hier abgeht. Was für eine Intrige? Was? Nichts? Nein, 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 nein. Gar nichts. Noch haben wir fast
Vollmond, also da war ja dann, also ich könnte Anouk holen und nochmal zurück, aber dann müsste ich einen Monat in Avon wenden. Ah, du, da freuen sich Izzy und Ludmilla bestimmt. Du kannst dann jede Nacht woanders schlafen. Bis dahin sollte zumindest Bronwyn zurück sein. Ja, dann kannst du gleich mitbringen. Ja, wenn Anouk das hinkriegt, ja. Zwei Fliegen mit einer Klappe. Du bringst Ruhe in deinen Weiberhaufen und bringst Bronwyn wieder mit. Ist doch alles super. Schauen wir mal. So. Ihr betretet das Gasthaus. Mhm. Ja, der Innenraum ist leer. Nur die Wirtin oder Bedienung, wisst ihr nicht ganz, wahrscheinlich Wirtin tatsächlich, weil es immer noch die gleiche ist, die da ist von heute früh, ist da und putzt gerade irgendwas hinter dem Tresen. Mhm. Schaut dann zu euch. Ah, guten Tag gehabt. Sieht es verdächtig aus, weil du sagst, die putzt da so irgendwas? Nö, es ist einfach nur leer, weil es jetzt Nachmittag ist und wahrscheinlich die Leute, die jetzt aus der Stadt zum Essen kommen, einfach schon gegessen haben und viele Reisende gerade nicht unterwegs sind anscheinend. Außerdem ist es die typische Geste eines Wirtes, wenn man im Rollenspiel eine Taverne betritt, dass der gerade irgendwo dabei ist, mit einem vielleicht nicht mehr ganz ein Glas zu polieren oder ein Becher auszuwischen oder sowas. Das muss so sein. Es wäre komisch, wenn es nicht so wäre. In den schlechteren Kaschem immer so. Genau. Mit einem Lappen, der schon mal bessere Tage gesehen hat. Genau. Vielleicht mal eine Unterhose war. Okay. Das ist eine Dame, die hat einen Schlüpper. Gut, Schlüpper. Da kann ich jetzt Berliner was mit anfangen. Schlüpper. Gut, das Tonikum gegen Hysterie klingt jetzt in meinen Ohren viel, viel attraktiver als noch vorhin. Wir waren ja mit zwei Gelehrten hier. Sind die anwesend oder sind die irgendwie unterwegs? Oh, schon seit heute Morgen. Die sind auf ihrem Zimmer. Wir haben sie sind nicht unterwegs, sondern sie sind hier. Sie sind hier. Sie kamen, nachdem ihr gegangen seid, kamen sie schon zurück. Und inzwischen haben sie Besuch. Ach, von gut. Wem denn? Ich habe ihnen vor gar nicht langer Zeit Minztee hochgebracht. Ah. Haben Sie Damenbesuch? Nun, das. Ich würde so etwas würde ich natürlich nie weitergeben, auch wenn es eine sehr sie war schon etwas älter, aber sehr hübsche Dame. Aber ich würde natürlich nicht sagen, eine Dame. Ob sie Damenbesuch haben oder nicht. Ja, das ist jetzt irgendwie hinfällig. Ja. Ja, wenn es die Dame ist, von der wir auch sprechen wollen. Wir gehen mal nach oben. Vielen Dank. Ja, und werden uns mal die mutmaßliche Dame ansehen. Soll ich euch auch einen Tee machen? Ja, sehr gerne. Vielleicht eher was Kaltes? Tee ist gut, wenn es draußen warm ist. Also Minztee haben die Herrschaften oben bestellt, aber ich kann euch auch eine Minzlimonade bringen. Was für Minze und Zitrone. Oh ja. Wunderbar, das klingt gut. Das klingt gut. Wissen wir, was Zitronen sind? Achso, gibt es die da auch nicht, gell? Oh, ja, aber wir haben sie nicht gegessen. Ja, ja, klar. Also, wenn es hier südlich ist, dann. Bestimmt. Ja, ja, dann wachsen. Da bin ich jetzt ja gespannt, weil wir wissen ja nicht, was Zitronen sind. Dann denken wir, hey, super. Und dann so. Da ist ja Zucker reingerührt. Ah, Zuckerrohr gibt es hier auch. Zitronenschnaps oder so? Dann könnte man auch rummachen. Wenn es Zuckerrohr gibt. Ja. Ja, und ihr geht die Treppe hinauf an euren zwei Zimmern vorbei und klopft an dem Zimmer der Gelehrten wahrscheinlich. Ja. So, und bekommt auch einen herein. Ich schieb so die beiden Männer vor. Beginne rein. Guten Tag. Ja. Einen wunderschönen guten Tag. Die zwei Gelehrten aus Wüstenrose sitzen da und schlürfen ihren Tee und ihnen gegenüber eine. Ja, wahrscheinlich so um die 40-jährige Frau, die schon so an ihrem schwarzen Haar, auch einen dunklen Teint, so leicht ergrautes oder so weiße Strähnen hat, was aber ihr sehr gut steht. Sie hat eine sehr spitze Nase mit so einem Huggel und schaut auch zu euch auf mit ihrem Tee in der Hand. Das müssen die Jugendlichen sein. In der Tat, das sind wir. Und Sie sind Dr. Sterndeuter? Oh, für euch, wie ist mein Vorname? Augustine. Für euch Augustine. Augustine. Wie heiße ich nochmal? Ah, ja. Fergas, Taran, Else. Ben und Else. Ben, genau. Wir sind Schwestern. Sieht man doch. Achso, ja, richtig. Genau. Fergas und ich nicht. Nein, Fergas und Taran sind keine Schwestern. Nein, wahrhaftig nicht. Sehr erfreut, euch kennenzulernen. Danke, ebenso.
kommt rein und schließt die Tür. Direkt einen guten Eindruck machen, ne? Ja, genau, so voll die Intellektuellen. Der Letzte macht die Tür zu. Ja, ihr kommt rein, setzt euch. Es gibt nicht genug Sitzmöglichkeiten jetzt in dem Raum. Es ist zwar so ein Zimmer, wo auch noch ein kleines Tischchen mit zwei Stühlen ist, aber einer der Gelehrten sitzt auch schon, also während sie und der eine am Tisch sitzen, sitzt der andere schon auf dem Bett und ihr könnt euch einfach so daneben setzen. Ja, ich würde mich auf den Boden setzen, so im Schneidersitz. Ja, ich setze mich da auch so an die Wand und ziehe die Beine an. Ich habe den beiden alles schon gerade erzählt, aber ich denke, euch könnte es auch interessieren, wenn ihr... Also zumindest haben sie gesagt, dass es euch interessiert, was hier zurzeit passiert. Mit Sicherheit, ja. Oh ja. Wir sind ja auch extra hierher gereist, weil wir schon sehr starkes Interesse mit den Geschehnissen hier verbinden. Und daher wären wir euch sehr verbunden, wenn ihr uns das auch nochmal erzählen könntet. Ja, es ist keine gute Reisezeit. Es wird, also, es hat sich einiges gewandelt in den letzten Wochen. Was? Ja, ich weiß nicht wirklich, was mit dem König los ist oder Regenten. Ich darf seit dieser Nacht nicht mehr an das Schloss. Ich bin eigentlich Hofastrologin. Ich deute die Sternbilder und deute die Bewegungen am Himmel, um aus ihnen zu lesen. Seit dem Attentat darfst du nicht mehr zu ihm. Richtig, in der Nacht. Wahrscheinlich, weil du es nicht vorhergesehen hattest. Wahrscheinlich ist er so ein bisschen angenervt. Nun, ich kann keine bestimmten Sachen vorhersehen. Ich kann nur Veränderungen sehen. Und ich habe eine gesehen in dieser Nacht. Ich wollte es sagen. Und ich bin direkt in der Nacht im Schloss gewesen. Und er hat nicht reagiert, oder wie hat es? Nein, es war einfach furchtbar. Es war völlig chaotisch. Und ich habe dann mit dem Regenten gesprochen und ihm von der Veränderung im Sternbild erzählt, aber währenddessen muss dieses Attentat geschehen sein und seitdem darf ich nicht mehr in die Burg. Und wisst ihr warum? Oder in das Schloss? Nein. Nun, weil ich aus Wüstenrose stamme. Dabei bin ich seit über 20 Jahren hier in Königstadt. Aber ich dachte, es geht darum, dass der Norden jetzt verfemt ist, weil der Attentäter aus dem Norden kommt. Ja, der Süden anscheinend ja auch. Also, das ist hier so eine Sandwich-Position. Die mögen irgendwie niemanden hier, oder? Soweit man sich erzählt, scheint der König gerade sich mit allem, was um uns herum ist, oder was hier herum ist, anzulegen. Bin ich nicht so weit zurück nach Wüstenrose zu gehen, aber wenn es so weitergeht, wird mir nichts anderes übrig bleiben. Mhm. Mal eine Frage. Hat dieser König einen Leibarzt oder eine Leibärztin? Bestimmt, natürlich. Ihr wisst also offensichtlich nicht, wer das ist. Der mit dem... Oder? Nein, ich hatte noch nie... Also, ich bin Hofastrologin. Ich bin ab und zu im Rat, aber da ist kein Arzt. Denn wenn er sich mit allem so überwirft, vielleicht hat das eher etwas, was aus ihm kommt, anstatt dass etwas von außen kommt. Also, das Attentat. Das kann durchaus sein. Als ich ihm von der Veränderung im Sternbild der Braut erzählt habe, wirkte er völlig teilnahmelos. Ich habe ihn noch nie so erlebt. Veränderung der Braut, wenn wir da mal kurz einhaken, was es damit auf sich hat. Ist er verheiratet? Veränderung. Oh nein. Natürlich nicht. Ups. Weil Könige nicht heiraten dürfen, oder? Nun ja, weil der König erst 8 ist. Und Moment, jemand hat versucht, ein Kind zu ermorden? Man lässt einen 8-Jährigen die Regierungsgeschäft übernehmen? Das ist völlig egal. 8-Jährige, ja. Also Moment, nein, der König ist eigentlich eine Frau. Also ein 8-jähriges Mädchen? Ja, natürlich. Natürlich. Das ist mir vollkommen... Also, das kenne ich, das kenne ich. Meine Schwester ist 3 Jahre jünger als ich. Und als die 8 war, da hat die sich auch mit jedem überworfen. Mit jedem. Da hat sie mit jedem gestritten. Aber in 2 Tagen war dann wieder alles in Ordnung. Dann sind alle wieder zum Spielen gekommen und es gab für jeden ein kleines Geschenk von unseren Eltern. Alles war wieder fein. So war der König eigentlich nie. Es ist eine Sie. Ja, aber König Brenin, der 17. Man sagt der König. Gut, also Moment mal. Sie heißt eigentlich Brenda und ist, ich glaube, Brenda, die 4. Weiß jeder, dass es ein Mädchen ist, oder ist es irgendwie geheim? Ich weiß nicht, ob es nach außen hin in die anderen Länder bekannt ist. Nun, in Wüstenrose vermutlich schon. Ich weiß Aber wissen die anderen Länder, dass es sich um ein Kind handelt? Das weiß ich nicht.
Also wenn ich ein anderes Land wäre und gerne diesen Laden hier übernehmen würde, wäre ein 8-jähriger weiblicher König ein guter Kriegsanlass. Nun ja, aber es gibt ja den Onkelregenten. Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Und ist das ein Mann? Barmir ist ein älterer Mann, ja. Es ist der Bruder der verstorbenen Königin. Ja. Ah. Und er trifft auch die Entscheidungen und leitet hier seit langem. Also, nun, er ist der, der quasi das Sagen hat, aber mit vielen Beratern und Beraterinnen, auch ich wurde manchmal hinzugezogen, wenn es sich angeboten hat in meiner Rolle. Aber seit einigen Jahren, ich denke seit 2 ungefähr, ist auch König Brenin immer öfter dabei und sie ist ein sehr kluges, nachdenkliches Kind, sehr fürsorglich und hilfsbereit. Aber und sie schien mir sehr verändert in dieser Nacht, aber es kann natürlich daran liegen, dass so ein Chaos war. Es scheint ja kurz davor einen Anschlag auf den König gegeben zu haben. Ja, könnt ihr beschreiben, wie verändert? Das wäre jetzt vielleicht relevant. Wie ich sagte, komplett teilnahmelos. Kurze Frage, der Onkelregent, wie heißt der nochmal? Barmir. Barmir oder Barmir? Barmir. Ist er denn noch normal oder hat er sich auch verändert? Ich weiß es nicht. Als ich die Audienz beim König wollte, war schon eine hohe Aufruhr im Schloss. Und ich habe kurz mit ihm gesprochen, ihm von der Veränderung im Sternbild erzählt. Er zog sich mit seinem Regenten zum Austausch zurück und danach ließ er mich aus dem Schloss werfen. Seitdem habe ich es nicht betreten, aber ich habe den Onkelregenten nicht gesehen. Okay. Taran, wenn du kurz die Karte auspacken würdest, dass wir einfach mal, was für eine Veränderung das ist, dass ihr uns das kurz zeigen könnt. Das natürlich. Das ist eine gute Idee, ja. Dann zücke ich also die Karte. Und die zwei Gelehrten, das ist unsere Karte ist wichtig. Ja. Und du breitest die Karte aus. Mhm. Ja, aber ich bin dabei auch sehr ehrfürchtig, das ist ein sehr wertvolles Geschenk und will natürlich dadurch auch zeigen, dass ich das sehr wertschätze und so. Ja. Und nicht einfach nur dahin klatsche. Mhm. Und sie sagt auch, nun, ihr müsst es gegen Himmel halten. Ja, und da quasi immer da, wo du ja die Karte hältst, siehst du ja die ganzen Sternbilder dann darauf, die sich formen. Und sie sagt, vor, naja, fast einem Monat war das Sternbild der Braut noch hier. Jetzt ist es natürlich etwas gewandert und sie richtet so deine Hand auch ein bisschen in die Richtung aus. Und du merkst, also sie funktioniert wohl auch im Tag. Das ist das Sternbild der Braut. Ich weiß tatsächlich aus meinen Studien, dass es bei euch ursprünglich ein eigenes Sternbild im Sternbild gab. Seht ihr diese Ringe hier? Und sie zeigt so, es schaut so, also sie verbindet quasi mit ihrer Hand und es bleibt so kurz auf dieser Karte bestehen, sodass man dieses Sternbild sieht. Das ist wieder Umriss von der Frau, die so einen Kranz um den Kopf hat. Und sie sagt, der Kranz hieß bei euch das Büdermal. Es gehört hier zum Sternbild der Braut und gilt als der Haarkranz der Braut. Aber die Sterne verblassen. Verblassen oder weil sich ein Schatten darüber legt? Taran, eine Probe auf Intelligenz mit Wissen Astrologie. Ja, ich habe eine 14 gewürfelt und mit mit Astrologie und so weiter komme ich dann auf 20, ja. Du kennst das Sternbild. Du kennst es nicht als das Sternbild der Braut, aber du kennst es eben als du hast schon mal mit der Karte gesehen, das ist also das Büdermal quasi, das ist ein Kreis. Und es scheint, als würde sich wie so ein wie wenn Wolken sich so drüber ziehen. Es ist, also tatsächlich verblassen sie nicht, sondern sie werden verdeckt. Ja. Es sind 5 Sterne? Ja. Mhm. Liebe Geschwister Mehltau, wollt ihr eure Hände zeigen oder nicht? Weil beide das Büdermal in Form eines Kreises auf der Hand haben. Ja. Wir haben schon mit solchen Symbolen zu tun gehabt. Nun sind. Ich weiß, das ist im Norden wohl eine wichtige, aber ich habe Astrologie studiert und die beiden Herren hier haben Astronomie studiert. Dementsprechend sind wir nicht bewandert in euren Lehren der Magie. Okay.
Ja, das Problem ist, also ich sehe momentan nicht wirklich, wie wir hier weiterkommen sollen. Also wir haben noch keinen Weg gefunden, wie wir in den zweiten Kreis kommen könnten, geschweige denn in den ersten Kreis, wenn wir das überhaupt müssten oder wollten. Den zweiten Kreis kann ich natürlich gelangen, aber ich kann euch nicht mitnehmen. Das ist das Problem. Ne? Ich habe mir tatsächlich auch schon überlegt, wie ich vielleicht eine Audienz nochmal erschleichen könnte beim König. Und naja, ich habe davon abgewunken. Meine Position hier ist mir doch zu wichtig, gerade wenn ich nicht aus dieser Stadt komme ursprünglich oder dem Land. Ja, und das ist hier, also wir sind hier im Zentrum der Herzlande. Das ist kein ungefährliches Pflaster. Also wenn man mit euch, die ihr schon 20 Jahre am Hofe dient, als Beraterin so umspringt, wie soll man damit umgehen? Das Attentat wurde auch von jemandem begangen, der jahrelang am Hof gedient hat. Es scheint momentan gar keinen Schutz mehr zu geben. Naja, gut, ich meine, dass man einen. Wollte ich gerade sagen. Dass wir einen Attentäter nicht schützen, das kann ich schon irgendwo auch verstehen. Also. Aber wir wissen ja noch nicht mal, ob dieses Attentat überhaupt stattgefunden hat. Ich meine, ich habe sie nicht viel kennengelernt, aber sie hat. Also. Also, sie ist eine Attentäterin, ja? Ja, sie heißt Aline. Weil uns nämlich auch gesagt wurde, dass sie aus dem Norden kommt. Ja, sie ist vor. Ich weiß nicht genau, wie lange. Wir haben uns nur kurz unterhalten, weil wir beide nicht aus Königstadt kommen. Aber vor auch schon längeren Jahren ist sie gekommen. Mit ihrem Mann, der verstorben ist, leider. Sie wollte sich immer Geld ansparen, um zurück in den Norden zu reisen, aber hat es wohl nie gemacht. Sie müsste eigentlich genug haben. Und weiß man denn, wie das Attentat jetzt ausgeführt wurde? Gibt es da die verschiedensten Möglichkeiten? Das weiß ich nicht, nein. Und nochmal ganz kurz, welchem Beruf ist sie nachgegangen? Sie war in der Verwaltung tätig. Sie hat Schriftstücke einsortiert. Im Siegelgebäude. Sie hat Schriftstücke einsortiert im Siegelgebäude. Ja, es war keine hohe Position. Ja, und kommt plötzlich auf die Idee, ein Attentat auf den König zu verüben. Was ist das denn für ein... Deshalb habe ich mich gewundert. Also wir haben uns, wie gesagt, nicht oft unterhalten, aber wenn man abends dann doch mal sich trifft irgendwo, dann natürlich spricht man miteinander. Wie ist das generell hier in der Stadt mit der Rechtsprechung? Gibt es hier Gerichte? Gibt es einen Richter? Gibt es... Es gibt ein Gericht, das letzte Wort hat der König bzw. der Regent. An sich gibt es auch öffentliche Gerichte, aber für sie wird es wohl keins geben. Oder eins hinter verschlossenen Türen. Ja, darauf möchte ich hinaus, weil das wäre ja schon dann sehr merkwürdig, wenn dann plötzlich gegen die geltende Regel verstoßen wird, dass eine Gerichtsverhandlung, die öffentlich sein sollte, hinter verschlossenen Türen stattfindet. Naja, wie gesagt, wir haben ein Friedensabkommen mit den Ländern drumherum. Oder hier gibt es ein Friedensabkommen. Ich sage immer wir. Ich bin seit so langer Zeit hier. Genauso lange wie in Wüstenrose. Mit den Ländern herum gibt es auch ein Friedensabkommen und trotzdem wurden bewaffnete Truppen losgeschickt. Also, ich sage ja, irgendetwas stimmt. Von euch? Ganz und gar nicht. Vom König. Vom König? Also jetzt mal folgende Frage. Was, wenn dieses, wir schicken irgendwelche Armeen los, gar nicht der König ist, sondern Barmir? Und die Gute aus dem Norden hat das herausgefunden und hat versucht, es dem König mitzuteilen, dass sein Regent in irgendeiner Form versucht, die Friedensabkommen zu sabotieren. Und daraufhin hat man sie des Attentats angeklagt, um sie aus dem Weg zu räumen. Dann gäbe es kein Interesse an einer öffentlichen Verhandlung. Und natürlich wäre es für den Regenten ein leichtes, ein Attentat zu inszenieren. Und ich würde es Armin nicht zutrauen, aber Aileen würde ich es natürlich auch nicht zutrauen. Ich bin völlig verwirrt. Ich weiß gar nicht mehr, was ich wem zutrauen kann, ehrlich gesagt. Da komme ich auf einen wichtigen Punkt. Das, was wir hier sprechen, muss unter uns bleiben. Ansonsten bin ich mein Kopf los. Auf jeden Fall. Ja, natürlich. Sonst sind wir alle unseren Kopf los. Ich bin ziemlich sicher, dass natürlich. Das, was wir im Moment machen, Verschwörung ist. Und ich hatte das Gefühl, dass Aileen einfach nur der Sündenbock dafür ist, einen Grund zu haben, wieder gegen den Norden zu gehen. Aber das wollte ich auch gerade sagen. Genau. Gibt es da nicht einen Ausdruck im Schach, einen Bauernopfer oder sowas? Ja,
Dazu würde auch passen, was wir gerüchteweise erfahren haben, nämlich dass unabhängig von irgendeiner vielleicht stattgefundenen Gerichtsverhandlung Aileen schon in 2 bis 3 Tagen hingerichtet werden soll. Was natürlich für Gwens These sprechen würde, dass sie weniger zu reden hat. Sie sitzt wohl momentan im Kerker. Ist der Kerker auch im ersten Ring oder ist der außerhalb? Unter dem Schloss und unter dem Craig-Tempel, ja. Also der Craig-Tempel ist im Schloss der unten. Der grenzt direkt, der ist ein Teil des Schlosses. Ja. Achso. Mhm. Der erste Ring besteht nur aus dem Schloss und dem Tempel, der ist gleichzeitig Ausbildungsort für die ganzen Wachen und Soldaten und Einheiten. Nun ist es ja so, dass hier in der Stadt offensichtlich alles, was mit Magie und Feenwesen zu tun hat, verteufelt wird. Aber wir hier in unserer Runde, wir sehen das ja nicht so. Gehe ich zumindest von aus. wie ist das? Das wird ja nicht immer so gewesen sein. Kennt ihr vielleicht noch irgendwelche magischen Vorrichtungen oder magischen Hilfsmittel, die hier in der Stadt noch existieren, die uns weiterhelfen könnten? Oder vielleicht auch irgendwelche geheimen Passagen oder so, die in Vergessenheit geraten sind. Habt ihr da vielleicht Kenntnisse, weil ihr schon so lange hier seid? Weiß ich tatsächlich nicht. Ich glaube an den einen oder das eine. So wie Aileen es immer beschrieben hat, ist sich die Magie sehr ähnlich. Hier ist es heilig. Es kommt von den Göttern und fließt durch die Priester. Es gab einen Hofmagier, aber er soll hingerichtet worden sein vor einigen Tagen. Mhm. Ach, der auch? Ja, das hatten wir gestern schon. Ja. Oder vorhin. Das nennt sich eigentlich, ist das, nee, das würde Gwen nicht wissen, aber das ist eine, es ist eigentlich ein Purge, das ist eine Säuberung. Eine Reinigung. Eine Säuberung, genau. Gibt es, mein Gesicht kennt man und man weiß, also man lässt mich nicht durch. Schwierig ist, ich weiß nicht ganz, ich wüsste, wie ihr euch im ersten Ring aufhalten könnt vielleicht, aber nicht, wie ihr hineinkommt. Wie wir uns also aufhalten können. Also Moment mal, wieso, was müssten wir tun, um uns aufhalten zu dürfen? Nun, ich kenne die Schneiderin für die ganzen Gewänder der Bediensteten. Und sogar im zweiten Ring. Und das heißt? Wir könnten einfach an Gewandung kommen. Bedienstete verkleiden könnten, um da vielleicht reinzukommen. Sie näht die Gewänder oder sie fertigt mit ihrer Schneiderei die ganzen Gewänder der Köche, der Kammerdiener und Dienerinnen, der gesamten Dienerschaft und was es sonst so gibt. Nur die der Wachleute nicht. Helft mir bitte nochmal auf die Sprünge. Was braucht man, um in den zweiten Ring gehen zu dürfen? Normalerweise kann man einfach zahlen. Im Moment kommt man gar nicht hinein. Ich kann hinein, weil ich dort wohne und mich ausweisen kann. Und sie zieht ihr Lederband raus mit diesem, wieder mit diesem runden Siegel dran und diesem Wappen drin, allerdings in Silber. Ist das, ich deute so an, ich frage so fragend, ob ich das mal in die Hand nehmen darf. Ja, sie gibt's dir. Ist das personalisiert? Ist das auf euch zugeschnitten oder ist das ein allgemeines Siegel, das jeder trägt? Also trägt jeder, der rein darf in den zweiten Ring, das gleiche Siegel? Jeder, der dort wohnt, ja. Und ich habe natürlich ein Ausweisdokument, das mich in den ersten Ring bringt, aber es ist momentan nicht gültig. Das heißt, wenn es uns gelingen würde, dieses Siegel zu kopieren, dann könnten wir damit in den zweiten Ring vordringen. Verstehe ich das richtig? Vermutlich schon. Ich meine, ich gehe jetzt auch nicht so oft aus dem zweiten Ring, das heißt, die meisten kennen mich nicht, aber wenn eine... Naja, man merkt ja schon, wer ein- und ausgeht und wer dort wohnt. Man kennt sich ja schon untereinander. Nicht alle natürlich, es ist eine große Stadt. Aber für Jugendliche vielleicht könnte das nicht auffallen, ja. Im zweiten Ring ist doch die Universität, oder? Ja.
Gibt es so etwas wie eine wie ein Scholarengewand, wie eine einheitliche Gewandung für Studenten? Ja, die gibt es. Da wäre das doch vielleicht eine Möglichkeit mit so. Also bekommen solche Studenten, die dort leben, bekommen die auch so ein Siegel oder ist das eher etwas, was unwahrscheinlich ist? Das ist bei ihnen tatsächlich auf die Kleidung gestickt. Auf die Kleidung gestickt? Nur Studiosis dürfen diese Kleidung tragen. Wer nicht, macht sich des Identitätsschwindels strafbar. Aber hättet ihr die Möglichkeit, uns eine solche uns solche Gewandung zu besorgen? Ich wurde durchsucht beim Rausgehen und ich werde es bestimmt auch wieder beim Reingehen. Ah. Wenn, dann müssten wir es über einen anderen Weg rausbekommen. Ja. Ich bin mir aber nicht sicher, ob es ehrlich gesagt aus dem ersten Ring, aus dem dritten Ring jemanden gibt, der studiert. Aber das wäre ja dann egal, weil wir würden ja so tun, als würden wir im zweiten Ring wohnen und waren halt aus irgendeinem Grund im ersten Ring. Dann müsstet ihr aber gleichzeitig auch das Bewohnersiegel haben. Ach so, man braucht das beides. Nun, das eine zeichnet euch als Studiosis aus und das andere als Bewohner. Und ich dachte, beides wäre bei denen auf jeder Bewohner hier in Königstadt trägt diese Kette. Und je nachdem, ob es Gold, Silber oder Bronze ist, weiß man, in welchem Ring er wohnt oder sie. In Ordnung, aber wenn wir uns als Studiosi ausgeben würden, dann wäre das doch eine probate Tarnung, weil das sind ja dann Leute, die man nicht unbedingt so gut kennt. Die kennt man ja nicht jahrelang, die sind ja nur so lange da, wie sie studieren. Das ist richtig, aber beim Passieren des Tors müsst ihr ja trotzdem euer Bewohnersiegel vorzeigen. Ja, das ist dann noch ein anderes Problem. Also ein Problem nach dem anderen. Mit der Gewandung könntet ihr euch im zweiten Ring ganz ungestört aufhalten. Könnten wir, ist es üblich, dass, weil wir können ja nicht als wirkliche Studiosis dann in der Universität übernachten, könnten wir uns da in eine der beiden Schenken einquartieren? Oder wer würde das für Aufsehen sorgen? Ich denke, das würde auffallen, aber ich könnte euch bei mir natürlich unterbringen, wenn wir es geschickt anstellen. Ja. Ansonsten vielleicht brauchen wir auch nur die entsprechende Scholarenkleidung, um reinzukommen. Danach brauchen wir die vielleicht gar nicht mehr, weil dann vielleicht einfach das Bewohnersiegel reicht. Aber das müssen wir schauen. Aber das hört sich doch erstmal nach einem machbaren Weg an, oder was meint ihr dazu? Ich finde die Idee gut. Gibt es eine Möglichkeit, dass ihr irgendwie auf magische Art und Weise so eine Kette dupliziert? Meinst du jetzt uns, oder? Ja. Also ich kenne noch keine Möglichkeit. Naja, wenn ich das Material habe, wenn das unter die Fertigkeit Schmieden geht, dann könnte man sowas herstellen. Aber dann bräuchten wir ja eine Schmiede, wo du das... Naja, es wäre ja dann aus Silber. Mhm. Ja, Silber wir bräuchten Silber zum Einschmelzen, das ist nicht so schwierig. Ja. Das heißt, wir bräuchten irgendwo eine Form, die man modellieren kann. Mhm. Um dann das Siegel quasi zu gießen. Das heißt, in dem Bridget-Tempel gibt es zumindest auch Bienen. Das heißt, ihr könntet dann Wachs kommen. Ja. Wenn es nicht schmilzt. Ja, es wird schmelzen. Das würde schmelzen, ja. Was wir machen könnten, ist eine Form aus Ton. Ja, also im Normalfall würde man das so machen, dass man erst aus, weil das halt das einfache Material ist, aus Wachs die eigentliche Form, das eigentliche Produkt formen und modellieren, das dann in Ton einpacken, damit man halt einen Abdruck hat. Und das Wachs kann man dann durch Hitze rausfließen lassen und dann hast du ein Negativ und dann kannst du halt dann das gießen. Es gibt eine Ziegelei im zweiten Ring. Mhm. Wenn ich es schaffe, unbemerkt den Wachsvordruck reinzuschmuggeln und dann den fertigen wieder raus. Allerdings, nun, ich kenne jemanden in der Ziegelei, aber ich müsste vermutlich etwas dafür geben. Er wird an der Form erkennen, was wir tun. Okay. Aber er ist vertrauenswürdig und er würde auch... Für genug Geld, er liebt den Alkohol. Er liebt den Alkohol? Alkohol, das ist überhaupt gar kein Problem. Das ist überhaupt kein Problem. Breites Grinsen.
Man muss nur noch mal, man muss, um jetzt das Tor zu passieren, tatsächlich so ein Amulett vorweisen. Oder reicht auch ein Stempel auf dem Pergament? Nein, die Corona-Kette. Nein. Ja. Okay. Mhm. Nun. Und dieses Pergament sparen wir uns aber dadurch, dass wir dann so eine Robe tragen, wenn uns das gelingt. Oder müssen wir auch noch so ein Pergament haben, so ein Ausweisdokument? Nein, ihr werdet dann keine Besucher. Sie würden ja denken, ihr wohnt in dem zweiten Ring. Okay, also dieses Ausweisdokument braucht man nur als Besucher. Mhm. Das heißt, um sich als Bewohner des zweiten Rings auszuweisen, braucht man eigentlich nur diese Kette. Richtig, oder wenn zum Beispiel ein Bauer aus dem ersten Ring, aus dem dritten Ring in den zweiten will, dann müsste er für den Tag eben ein Pergament holen. Ja. Aber als Bewohner könnt ihr euch dort aufhalten und passieren. Genau. Genau, und diese Robe würde uns einfach nur ermöglichen, nicht so argwöhnisch beäugt zu werden, weil die langjährigen Bewohner kennt man natürlich da als Wache irgendwann. Ne? Aber eben halt hier Studiosis, die da eben halt studieren, die da gibt es viele von wahrscheinlich. Und die richtig, auch ich habe mal. Mein Auslandssemester ja, hier gemacht und darauf bin ich in die Stadt gekommen. Ja. Und aber diese Vorschläge, die ihr gemacht habt, also das bringt euch aber auch nicht in Gefahr. Das ist nicht zu riskant für euch. Natürlich wird es mich in Gefahr bringen. Aber solange ihr mir versprecht, dass der Plan keinerlei körperliche Gewalt beinhaltet. Nein. Bin ich also bereit, ich sage mal so, wenn jemand versucht, uns hinzurichten, dann kann ich nicht dafür garantieren, dass ich nicht versuche, mich mit Gewalt zu wehren. Mir geht es nicht um Selbstverteidigung, es geht mir darum, dass ich nicht möchte, dass ihr Bewohner mit einem silbernen Amulett... Ach so, nein. Deswegen wollen wir ja diesen Aufwand betreiben. Richtig, ich habe euch so eingeschätzt in den letzten Minuten eurer Planung. Dann bin ich dabei. Das heißt, wir müssten dann, wenn wir den zweiten Ring betreten sollten, auch unsere Waffen hier lassen wahrscheinlich. Ja, im zweiten Ring und im ersten darf nur die Wache tragen, Waffen tragen. Ja, ja, ja. Oder hohe Adelsleute aus den Umstehenden, aber das... Aber die würde man wieder kennen, ja. Wie gründlich ist denn diese Durchsuchung, die da stattfindet? Meine Tasche wurde umgedreht und meine Gewandung. Die wurde auch umgedreht? Ja, die Taschen eben umgestülpt. Okay, aber ihr wurdet nicht auf links gedreht, dann ist gut. Nur abgetastet. Hm? Ah, das ist schon hart, weil das heißt, dass ich auch eigentlich den Hüterdolch nicht mitnehmen kann. Ja, und ich mein Schwert nicht, das wird jetzt schwierig. Ja, ja. Ohne mein Schwert bin ich nackt. Und Fridolin kann ich auch nicht mitnehmen. Oh. Ja. Wenn ein Wanderstab für Gwen, geht doch auch. Darf man Wanderstäbe mitnehmen, oder? Wenn sie ein wenig hinkt, bestimmt. Das kriege ich hin. Und also bitte beachte, also man sieht ja schon allein an meiner Nase, dass ich gerne mal hinfalle. Ja. Genau. Ich übe gleich mal so ein bisschen hinkend immer im Ding auf und ab und dann erinnere ich mich an eine Geschichte, die ich mal gehört habe. Damit man immer mit demselben Bein hinkt, soll man sich dann in seinen Stiefel eine Nuss legen, damit man immer weiß, welches das hinkende Bein ist. Gut. Genialer Plan, Wahnsinn. Also von vorn bis hinten. Was soll schon schief gehen, gell? Ja. Der Plan könnte von dir sein. So in der gut Theorie der ist es wahnsinnig gut. Jetzt müssen wir nur noch irgendwas finden, wo du einbrechen kannst und dann sind alle glücklich. Ach, da finde ich schon was. Keine Ahnung. Das heißt, wir bräuchten einmal 4 Gewänder für uns, die passen. Und wir bräuchten die Form. Das heißt, wir würden einmal Bienenwachs besorgen, um dann den Abdruck zu machen, den ihr da mitnehmt. Und jemand braucht Schnaps. Ja, ich glaube, du hast noch einen Vorrat, ne? Mm. Oh. Ja, den heimischen Vorrat, dann was ich noch so mitnehmen konnte. Ja, ja. Gut, ich kenne noch eine Professorin an der Universität. Vielleicht kann ich über sie 4 Gewänder bekommen. Haben wir eine Möglichkeit, dass die... Trinkt die auch? Die Form, die Durchsuchung übersteht. Also wir müssen die irgendwie einpacken, dass die halt nicht von den Wachen entdeckt wird. Ja, ein Siegel, sie müsste ja schon etwas größer sein. Könnten sie sich in die Haare einflechten oder so?
Ich hätte jetzt sonst. Wenn jemand von euch gut flechten kann, dann könnte das funktionieren. Sie hat ja sehr. Sie hat ja sehr. Wie sind Weber? Das Haar. Genau. Das können wir. Webersleute. Und wenn ihr es in meine Haare einwebt, dann sollten wir das hinbekommen. Die Frage ist, wie bekomme ich die Form hinaus? Weil ich weiß nicht, ob jemand. Dann müssten wir eine dritte Person mit einbeziehen, die wieder die Haare flecht. Ich hätte uns gesagt, ich meine, der Markt ist ja im dritten Ring. Das heißt, man könnte irgendwo das als, also ein Kästchen drumherum bauen, das als Boden nehmen und irgendwo eine Creme, eine Hautcreme reintun da drauf, die ihr dann wieder entfernen könnt oder sowas oder ein Puder oder halt irgendwas, was, ne, dann haben die ein Kästchen, was sie auf dem Markt gekauft hat mit einem Körperpflegeprodukt und da ist dann halt bloß diese Form drunter. Ja. Und ich gebe euch einen Tipp, geht in den Laden, der verkauft Produkte für Frauen einmal im Monat, da wagt sich kein Mann ran. Kurze Frage noch. Es gibt ja hier die Ringläufer. Ja. Die Nachricht hat mich darüber erreicht. Sind das nur Boten oder sind das auch transportieren die auch Gegenstände von A nach B? Kann man ihnen den Auftrag geben, etwas zu liefern in einen der anderen Ringe? Ja, aber es wird angeschaut. Also in den ersten Ring wird es angeschaut, in den zweiten weiß ich nicht, wie oft. Und momentan weiß ich nicht, ob sie überhaupt Ware. Ja. Ohne Untersuchung. Sie sind ja direkt dem König unterstellt. Wie schätzt ihr das ein? Es gibt ja dann praktisch der zweite Ring, das ist ja von uns aus hier betrachtet, aus dem dritten Ring, eine hohe Mauer. Ja. Gäbe es eine Möglichkeit, an dieser Mauer ein Seil abzulassen, etwas hochzuziehen, oder ist da die Sicherheitsmaßnahmen? Ich nehme an, dass die Mauern bemannt sind oder nicht? Ja, von den Ringwachen. Ja, aber wenn ich hoch genug komme, könnte ich vielleicht schmeißen. Ja. Nun. Wenn ihr das Wachs besorgen könnt und es schafft, den Abdruck zu machen. Wenn die beiden den Abdruck tatsächlich schaffen, in mein Haar einzuflechten, wird es unauffälliger sein, als etwas vom Markt reinzuschmuggeln, was durchsucht wird. Vor allem, wenn ich von dieser Seite hier komme. Wenn ich es schaffe, mit genug Geld oder Schnapsversprechen einen Abdruck davon machen zu lassen, aus Ton, dann könnte ich versuchen, auf den einzigen Turm im zweiten Ring zu kommen, nämlich den des Dana-Tempels. Um von dort etwas Kleineres, Schweres über die Mauer zu werfen. Dann hättet ihr zumindest alles, um euch das Siegel zu schmelzen. Und die Professora versuche ich, um die Gewänder zu bitten, aber sie ist sehr korrekt. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Ja, ansonsten bräuchten wir vielleicht auch einfach nur eine Skizze oder so davon und müssten dann anderweitig versuchen, das zumindest nachzuahmen, glaubhaft. Oh, nähen. Ne, das wäre vielleicht. Wir reden uns das Zeug. Nein, es ist Silber. Es ist die neueste Mode, Silberfäden. Ich glaube, es geht gerade um die Studentenklamotten, oder? Genau, um die Studentenklamotten. Ja, da mache ich mir gar keine Sorgen. Ja. Meine Schwester rockt das. Aber du machst das. Also das wäre ganz gut, dass, wenn das nicht möglich sein sollte, dass wir zumindest irgendwie eine Abbildung davon bekommen könnten oder so. Nun, auf dem Markt gibt es zumindest Färbemittel für Stoffe. Ich weiß nicht, ob es genau das Blau gibt, weil Blau teuer ist. Dass die Studiosis tragen, ist es ihnen vorbehalten, den Gelehrten. Aber man könnte vielleicht, wenn man abends reingeht und nicht bei perfektem Licht, sollte es der Blauton vom Markt auch tun. Ja. Wenn ich euch dann eine Skizze um die Box wickle, könntet ihr es vielleicht nachmachen. Ja. Ich denke, das ist wirklich etwas, das können Else und ich machen. Das ist dann möchte ich die Gewänder auch nicht rausbringen, sondern ihr könntet sie hier herstellen und damit reingehen. Ja. Vielleicht könnte dir ja deine Schneiderfreundin helfen, zumindest ein Schnittmuster zu zeichnen. Noch kurz eine andere Frage. Wie reinigen eigentlich die Menschen im zweiten und ersten Ring ihre Kleidung? Bei uns wird die Kleidung im Fluss gewaschen.
Bringt man das dann hier alles raus in den dritten Ring und dann zum Meerwasser, um da zu waschen? Oder? Die Menschen im zweiten Ring oder im ersten? Im zweiten Ring. Im zweiten Ring gibt es einen See, der gespeist wird von einem Fluss, der gespeist wird von außerhalb. Ein See, der von einem Fluss von außerhalb gespeist wird. Das heißt, man könnte... Nee, Entschuldigung, der Fluss geht vom Meer durch und der See ist... Weiß ich nicht, ob der vom Fluss oder vom Meer oder von sonst wo kommt. Aber ja, es gibt einen See. Das bringt mich nochmal zu der Frage, wisst ihr, ob es irgendwo Pläne gibt über diese ganze Stadt hier? Also über... In der Universität bestimmt oder im Schloss selbst, weil in der Verwaltung, vermutlich nur in der Verwaltung. Okay. Aber ich muss sagen, das klingt nach einem guten Plan. Ja. Eine Frage. Ja. Was genau macht ihr, wenn ihr im ersten Ring seid? Das überlegen wir uns, wenn wir dort sind. Ich glaube, erstmal ist die Herausforderung, in den zweiten Ring zu kommen. Um da weitere Informationen zu sammeln, die für uns wichtig sind. Wir hoffen, dass wir da eben halt auch, weil da, so wie wir das einschätzen, auch mehr die bildungsbürgerliche Schicht lebt, dass wir da vielleicht auch bessere Informationen erhalten können, wenn wir vorsichtig sind. Ja. Gut, aber euer Endziel ist es ja nicht, im zweiten Ring zu bleiben. Das stimmt. Aber ansonsten würde ich auch sagen, dass wir uns dort mit besonderem Blick einmal umschauen könnten, denn wir haben durchaus schon Personen angetroffen, die, sagen wir einfach mal, trotzdem hier die Magie irgendwo offiziell zumindest getilgt werden sollte, aber trotzdem unter Magie standen. Also das heißt nicht, dass irgendjemand dort vielleicht geistig manipuliert bei der Führungsriege da. Was sagen eigentlich die beiden Gelehrten aus Wüstenrose bei der ganzen Diskussion? Die nicken immer. Das heißt, aber das war jetzt wichtig für mich, nicht, dass die beiden da jetzt sitzen und dann so gucken, so, was machen die denn da? Was erzählen die denn da? Die nicken, ihr merkt schon, die wollen sich nicht unbedingt beteiligen, aber die unterstützen ihre Freundin. Okay, klingt doch gut. Das ist ein genialer Plan. Ja, das finde ich auch. Ja, die Gewänder machen mir noch so ein bisschen Kopfschmerzen. Aber nun, wir haben die machen mir jetzt tatsächlich gar keine Kopfschmerzen, denn wir haben Else. Also wenn ihr habt vorhin etwas gesagt mit 2 Tagen, oder euch hat zumindest interessiert, dass ihr in 2 bis 3 Tagen hingerichtet wird. Das heißt, ihr habt ja auch irgendetwas mit Aline vor. Das war eigentlich meine Frage. Was ist euer Ziel am Ende dieser Mission? Nun, meine das ist die Frage, warum sollte ich euch dann unterstützen in diesem grandiosen Plan? Naja, die Idee ist, dass es keine Hinrichtung gibt, weil wir glauben, dass Aileen unschuldig ist, sodass wir herausfinden, was eigentlich tatsächlich passiert ist. Und sagen wir so, also es ist nicht unser Ziel und auch nicht unsere Aufgabe, mit der wir hingekommen sind, die Attentäterin, nur weil sie aus dem Norden kommt, zu befreien. Sondern es geht darum herauszufinden, was ist eigentlich wirklich passiert, weil offensichtlich es scheint um nichts Geringeres als um den Frieden zu gehen. Es scheint um nichts Geringeres zu gehen, als dass man versucht, das Zentrum der Herzlande aufzustacheln gegen verschiedene andere Länder. Und da scheint diejenige, die uns zugerechnet wird, also dem Norden zugerechnet wird, scheint eine besondere Rolle beizukommen. Und da, wenn es uns gelingt, den Norden reinzuwaschen, also da vielleicht Hinweise zu finden, die dafür sorgen, dass hier ein anderes Komplott am Werk ist. Und selbst wenn Aileen die Täterin war, sie aber nicht auf Geheiß des Nordens gehandelt hat, dann wäre uns da schon sehr viel mitgeholfen. Das heißt, wir gehen ergebnisoffen an die Sache ran. Und wenn Aileen tatsächlich sich einer Sache schuldig gemacht haben sollte, dann haben wir auch keinen Anlass, dann sie zu befreien oder gar ihr Werk fortzuführen. Gut gesagt. Ansonsten gibt es auch noch etwas, was vielleicht noch dahinter stehen könnte. Denn diese Menschen können im Endeffekt auch nur Werkzeuge sein.
Es hat ja damals mal einen Krieg gegeben, den Süden gegen den Norden, gegen den falschen König. Hm. Und als Folge dessen wurden alle Feenwesen hinter die Mauer gebracht. Das müsste hier ja bekannt sein, weil das ja von hier aus initiiert wurde. In den Herzland oder hier in Königstadt fiel es ins Geschichtskapitel der Säuberung. Genau, so. Das Problem ist halt, dass diese Mauer geschützt werden muss. Es muss eine Magie regelmäßig erneuert werden in einem bestimmten Intervall. Und nun ja, wenn wir schon bei Prophezeiung waren, wir sind nämlich auch einer Prophezeiung begegnet. Allerdings nicht an den Sternen, es war mehr in einer unterirdischen Anlage, wo wir einen Stein vorgefunden haben, auf dem folgende Wörter zu entziffern waren. Kreis für die Welt, 5 Artefakte gegen 5 Schatten, 5 Schatten des Dunklen, 5 reine Herzen für Rettung. Sagen wir so, wir sind einem dieser Schatten bereits begegnet, wir sind ihm entgegengetreten und haben ihn besiegt. Und grundsätzlich, wenn das so weiter stimmt, müsste es noch 4 weitere geben. Wenn also ein Schatten, also einmal habt ihr gesehen, dass die Sterne von einem Schatten verdunkelt werden, 5 Sterne, 5 Ringe, überall die Zahl 5, dass eben hier eventuell, nur als Vermutung, wenn das anders ist, ist alles gut. Wenn nicht, dann würden wir im Zweifel zwar hier dem zweiten Schatten begegnen, der ein großes Interesse daran hat, zum Beispiel den Norden wieder mit einem Krieg zu überziehen, der die alte Magie tilgt. Und die alte Magie ist das, was die Wall schützt. Das heißt, das Böse, welches irgendwo das alles wieder zerstören will, was seit 300 Jahren irgendwie aufrechterhalten werden soll. Und wenn nämlich dieser Schatten... Wie gesagt, wir hatten mit einem Schatten zu tun, der auch Leute manipuliert hat, der sie geistig verwirrt hat. Dass das hier auch der Fall ist. Vielleicht, da ihr eine Gelehrte seid, habt ihr den Namen auch schon mal irgendwo gelesen oder so. Es handelte sich dabei, das war der Engel Ezekiel, ne? Hieß der, ne? Ezekiel. Ja. Das sagt mir nichts. Es kann natürlich sein, dass wenn es ein Schatten ist, ein sehr mächtiger Dämon, ob es überhaupt noch ein Dämon ist. Vielleicht ist er bei uns unter anderem Namen bekannt, wenn er in einer anderen Zeit gewirkt hat. Allerdings, wenn ihr sagt 5, ich sehe hier nur 4. Brandwin ist noch ein Fisch. Gut. Lange Geschichte. Aber sie arbeitet dran. Das ist so eine Redewendung aus dem Norden. Nein, also tatsächlich meine Cousine Brandwin. Sie ist durch die Umstände, die uns in diese Abenteuer verstrickt haben, auch zur Hüterin geworden und ist als solche im Moment noch im Einsatz. Sie ist aber gerade auf dem Weg wieder in unser Heimatdorf. Sie wäre die 5. im Bunde. Gut, ich glaube euch. Es geht euch um die Ehrlichkeit und herauszufinden, was dahinter steckt. Ob es ein Dämon ist oder, was ich nicht hoffe, ein Schatten. Und auch, welche Menschen mit involviert sind oder welche Wesen. Dann werde ich euch unterstützen, wenn es wirklich darum geht, herauszufinden, was alles ist. Ich bin genauso für den Frieden, wie ihr ihn gerade beschreibt. Und wenn die gerechten Täter ihre Strafe bekommen. Ob es nun Barmir aus Yali ist, der Onkelregent, oder Aline Krochan hat. Wie? Und damit beenden wir die Sitzung. Bitte was? Ja, dein Name. Das ist deine Tante, ist das. Und wir hatten doch... Ja, da hatten wir von erfahren. Und der andere ist aus Yali? Oder? Der andere ist aus Yali? Das ist ja das Dorf ganz rechts außen oben im Norden. Ja. Holla. Damit beenden wir die Sitzung. Ja, die ist klar. den Verschwörungskomplott. Also wenn es deine Tante ist, ist sie unschuldig. Also das kann gar nicht sein. Das bringt jetzt noch mal so einen weiteren Touch mit da rein. Also so einen zusätzlichen Motivator, ne? Ja, die Kochern sind zwar dumm, aber grundehrlich. Ey. Ey, die Frauen sind voll in Ordnung. Stimmt, genau, richtig, ja, genau. Ja.
Okay, super, das ist ja cool. Ja, war jetzt auch ein schöner Cut, ja. Ja. Ja, dann müssen wir bald einen neuen Termin finden. Richtig. Und ja. Damit sagen wir allen draußen schon mal eine gute Nacht und ein frohes Warten auf die nächste Folge. Es wird bestimmt spannend. Mhm. Genau, warten ist immer spannend. Ja. Ja, ansonsten kann man sich die Wartezeit ja verkürzen. Man kann sich das nochmal von Anfang an, es gibt da eine Folge, da haben wir irgendwie 5 Stunden mitten in der Nacht rumgerätselt. Da gibt's den Director's Cut. Wer das nochmal von vorne anschaut, kann uns gerne seine ganzen Aufzeichnungen schicken, zusammenfassen. Ja, genau. Oh ja. Genau. Ja, sonst haben wir noch viele andere interessante Rollspiel-Streams auf den beiden Kanälen. Vielen Dank fürs Leiten. Zum Zeitvertreib. Sehr gerne. Ja, danke fürs Leiten. Genau, vielen Dank. Und dann. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Obwohl, wir kriegen das wahrscheinlich erst an Weihnachten. Mit Betty als Else Mehltau, Callisto als Gwendolin Mehltau, Frank F. als Taran Krochanhut, Spoon RPG als Fergas Tinker und Shay als Spielleitung.